So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Auf einen Bourbon, Folge Nummer 101. Und damit beginnen wir jetzt die 11. Staffel nach der großen 100. Und bei mir zu Gast ist heute der liebe Ole Plugstedt. Ole ist Koch, versorgt mit seinem Catering Rote Gourmet-Fraktion regelmäßig Bands und Festivals und ist vielen bekannt geworden durch seine Auftritte bei RTL 2 bei dem Format Die Kochprofis. Dazu setzt er sich noch für diverse soziale Projekte ein und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Ich schalte dich dazu. Hallo Ole, grüß dich. Ja, hallo, grüß dich, na. Hi, schön dich zu sehen. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Na klar, wenn du fragst, dann bin ich natürlich da. Außerdem ist es auch sehr verlockend, irgendwie zusammen was zu trinken. Ja, du trinken. Trinkst gar nicht, oder? Trinken, guter Punkt. Was trinkst du denn? Na, das heißt ja nur auf einen Bourbon, aber du, ich habe ja gelesen, dass du auch keinen Bourbon magst. Ne? Ja. Ich trinke einen irischen Whisky, einen aus dem Stout-Fass. Guck mal hier. Warte mal, die Kamera suchen. Mhm. Das ist nämlich ein irischer Whisky aus Dublin. Das ist alles seitenverkehrt hier. Ja, spiegelverkehrt ist echt übel. Ich habe da auch Probleme mit. Genau. Aus dem Stout-Fass. Also quasi, ich glaube nicht, es ist nicht aus dem Guinness-Fass, aber auch aus so einem ähnlichen Getränk wie Guinness. Da ist das gelagert. Und den habe ich mal in Dublin, als ich mit meiner Frau da einen Bootsurlaub gemacht habe, als wir die Destille besucht haben. Ich den kennengelernt und fand den total gut, weil der ganz pfeffrig schmeckt. Das ist total lecker. Ja, ich schau mal zu, wie du den fachmännisch eingießt. Aber ohne Eis oder mit Eis? Nein, um Gottes Willen. Sowas trinkt man pur, ja? Ich möchte kein Eis in meinem Whisky. Verwässert das nur oder warum? Ja, warum? Also ich glaube, Bourbon trinkt man durchaus auf Eis, ne? Das machen die Amis so. Ja. Das sagt schon alles. Ja, die haben keine Ahnung. So, dann stoßen wir mal an hier. Prost, ne, auf einen schönen Talk. Auch, also ich kann es ja, Moment. Ja, okay. Ich kann es dir genau erklären. Weil, also es sind ja alle Sachen, die besonders kalt sind, die verlieren ja an Geschmack. Ja. Und deswegen, wenn du was Temperiertes isst oder trinkst, dann entfalten sich die ganzen Geschmacksnoten so viel besser. Also, okay, und das machen wir mit der Kälte kaputt. Okay, ja dann, Prost. Ja, zum Wohl. Ja, genau. Okay. Oder? Deswegen die wichtigste Frage, wie geht's dir? Mir geht es, es ist sehr, sehr warm. Ja. Und vielleicht hätte ich mir doch ein kaltes Getränk. Aber ich habe ja noch ein kaltes Getränk. Ich habe ja noch ein irisches Guinness dabei. Kann ich mir auch einschenken. Also, wie du siehst, geht's mir gut. Und wenn du solltest die wichtigsten Fragen zuerst stellen. Weil ich finde es auch ein bisschen gemein, wenn du Wasser trinkst. Ja. Und ich mich hier zulaufen lassen. Ja. Auf einen Bourbon, da denke ich natürlich irgendwie, wir schießen uns beide gnadenlos ab jetzt hier live on cam. Vielleicht ist das ja die Idee des Formats, dass die Gäste was trinken und ich die dann besser ausfragen kann. Oh, das war gemein, das war nicht abgesprochen. Ja, Moment, warte, ich hole mir auch noch ein Guinness und nein. Okay. Aber dir geht's gut, das ist schön zu hören. Hier ist es natürlich auch heiß, aber wir kriegen es trotzdem hin. Hast du denn irgendwelche Erfahrungen bereits im Twitch oder generell in solchen Online-Formaten? Oder ist das jetzt wirklich Premiere? Also, ich habe schon mal einen Podcast gemacht, wo wir uns angeguckt haben, aber der war ja ohne Bild. Also dann haben wir nur dann kam Punk, da hatten wir das schon mal. Deswegen weiß ich auch, dass das mit dem Kopfhörer einigermaßen funktioniert. Ja. Und ansonsten, wo ich eingeladen war, war ich eigentlich immer live zu Gast. Okay. Live heißt aber auch dann eben vor Ort, meinst du jetzt? Also, ja, das meine ich damit. Genau. Okay. Und meistens waren das dann auch irgendwelche Sachen, die nicht live ausgestrahlt wurden. Ja, aber schön, dann machst du jetzt bei mir deine ersten Twitch-Live-Erfahrungen und dann haben wir erstmal Internetprobleme. Das ist super. Super, das passt doch. Ja, machst du nie wieder danach. Ja. Okay, reden wir zu Beginn dann über deine Erfahrungen, nicht über Twitch, sondern über deine Erfahrungen und dein Leben als Koch. Und dazu gehört ja einiges, wie ich gerade schon in der Einleitung gesagt habe. Du einerseits hast eben das Catering, Rote Gourmet-Fraktion, aber eben auch TV-Auftritte bei den Kochprofis gemacht und. Aber wir setzen mal ein Stück davor an, nämlich wann bist du überhaupt Koch? Gelernt. Genau, seit wann bist du Koch? Boah, also da war ich noch minderjährig. Jetzt bin ich 56 und da war ich irgendwie 17, 16, 17, da habe ich meine Ausbildung begonnen. Ja. Und das im Steigenberger Hotel in Berlin. Und damit ich diese Ausbildung da machen durfte, hätte ich eigentlich ein Abitur gebraucht. Aber ich habe mich ja geweigert, ein Abitur zu machen oder aufs Gymnasium zu gehen, weil ich Schule ganz grässlich fand und dachte, hey, wenn du Koch werden willst,
Habe ich dann nämlich im Berufsbilden, wie heißt das da, Arbeitslehreunterricht, irgendwie habe ich das nämlich gelernt, dass man das als Koch gar nicht braucht. Aber das Steigenberger für sich hat da andere Statuten, sieht das anders und meinte, ja, wer bei uns eine Ausbildung machen will, der braucht schon ein Abitur. Und dann habe ich gesagt, na toll. Und dann haben die aber gesagt, okay, aber wenn wir dich kennenlernen, wenn du ein Jahr vorher Praktikum machst oder irgendwas, wir uns quasi kennenlernen, dann würden sie mir auch so einen Ausbildungsplatz geben. Und dann habe ich vorher noch ein Jahr lang als Page im Steigenberger gearbeitet. Und das war, also schade, dass es damals noch keine Handys gab, wo man Fotos machen konnte, wie ich ausgesehen habe. Also, weißt du, so ein roter Anzug mit so einer Pagenkappe auf, das war echt schwer, schwer komisch. Und ja, dann habe ich da gestanden und habe halt Leuten die Tür aufgehalten. Und dann waren da halt auch so, also einmal, weiß ich noch, haben wir Hildegard Knef, musste ich mit einem Kollegen völlig besoffen auf irgendeine Suite tragen, als sie reinkam. Das war sehr, ja, das fiel mir ein. Und dann, ja, waren ja auch so irgendwelche, also da war ja sogar der Vater von George Bush, also dem Vater von dem Präsidenten, der Ja, Vorpräsident der war. George Bush Und ohne W. hieß ja nicht auch W, Hieß der aber auch der hieß W? auf alle Fälle nicht mehr. Ich weiß Ich es weiß gar es nicht. gerade auch nicht. Er ist Ich jedenfalls weiß, dass der wir ältere jemanden Bush. haben, der uns zuschaut. Kann ich das sagen? Jedenfalls stand ich dann da so als Punk und dachte, Alter, jetzt kommt hier irgendwie dieser Genscher kam rein und diese ganzen Leute und irgendwie jetzt stehst du hier als alter Punker verkleidet und musst eine Tür aufhalten dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Dann dachte ich, Scheiße, wie willst du denn das erklären? Und da habe ich mir so vorgestellt, wenn ich jetzt im richtigen Moment das Bein ausstrecken würde, würde der Präsident der Vereinigten Staaten einfach auf der Schnauze liegen. Der Und würde dann habe über ich so dein mich Bein reingekriegt. fallen. Das musst du auch noch betonen, ne? Jedenfalls habe ich dann so in mich reingegrinst und dann kam ich so ein bisschen mit der Situation besser klar. Ja, aber Okay. auf alle Fälle fand das Hotel das dann insgesamt, glaube ich, ganz in Ordnung, obwohl ich mir zu spät gekommen bin zur Arbeit und haben mir trotzdem eine Ausbildungsstelle gegeben. Und dann Ja. habe ich da meine Lehre gemacht. Und dann bist du so Koch geworden und bist jetzt da, wo du bist. Aber warum oder woher kam dieser Wunsch, Koch zu werden? Du hättest ja alles andere auch werden können, ne? Ja, aber ich hatte irgendwie nie einen anderen Gedanken. Also ich wollte mal zwischenzeitlich, wollte ich mal, als ich nicht Koch werden wollte, wollte ich mal zwischenzeitlich gar nichts werden, aber irgendwie habe ich dann halt doch diese Kochlehre machen wollen. Ich weiß nicht, woher das kam. Also ich habe halt früher ganz gern mal irgendwie meiner Mutter beim Kochen zugeguckt, du konntest ja gut kochen. Und das hat mir Spaß gemacht und irgendwie habe ich das dann, war das dann so mein Ding. Und das war tatsächlich auch mein Ding. Also ich könnte, also als Koch, also als professioneller Koch, da musste ich auch schnell bewegen und irgendwie mehr oder weniger drei Sachen gleichzeitig machen. Und irgendwie war das so mein Ding. Und das brauchte ich ja jetzt dann auch bei meinem Tournee-Catering. Auf der anderen Seite war es dann auch wieder ganz schön, dass ich halt, also ich hätte mir nicht vorstellen können, ewig im Restaurant oder im Hotel arbeiten zu können und dann mein Leben lang dasselbe machen, irgendwie Service, Mise en place machen, Service schicken, Küche putzen und so weiter. Das wäre mir, glaube ich, zu langweilig gewesen. Und deswegen war das ganz cool mit der Selbstständigkeit. Und wenn du dann Tourneekoch wirst und dann auch deine eigene Firma hast, dann hat das ja noch sehr, sehr viele andere Seiten. Das heißt, es ging ja schon damit los, dass du dir irgendwie eine Küche planen musst. Also du musst dir selber also wir haben die Flight Cases selber gebaut, in denen die Küche und quasi das ganze Restaurant verpackt ist. Und das hat sich natürlich über die ganzen Jahre dann auch noch gesteigert. Und somit war das ganz cool, dass das halt nicht nur das Kochen war. Und dann war halt auch das Tolle auf Tour, dass wir unsere Gäste halt eins zu eins vor uns hatten und mit denen nachher quasi abends im Nightliner gesessen haben, noch einen gekifft haben oder irgendwie Bier getrunken Ja, da kommen wir haben. gleich noch Und zu den speziellen Erfahrungen. ja, aber nur, weißt du, so, das war halt was anderes, als wenn du in der Küche stehst und der Kellner den gesamten Kontakt zu dem Ja. Gast abfädelt. Ja. Und dann waren die Gäste halt auch noch ein bisschen cooler. Ja. Ja, total, ey. Also ich würde auch als Fan würde ich auch Also völlig darin insgesamt, so aufgehen. von daher wäre das cool. Ja. Ja. Ey, und du hast den amerikanischen Präsidenten gesehen, das ist halt, oder standst vor ihm, das ist passiert auch nicht vielen, glaube ich. Ja, gut, ja. Ich weiß es jetzt nicht, aber es ist von der Seltenheit her zumindest schon mal spannend. Vielleicht. Ja. Okay, bist du Weiß nicht. eigentlich Sternekoch geworden? Nee. Warum Also nicht? das habe ich tatsächlich erst, wollte ich da, warum? Wir haben ja auch keine Sterne, wir haben schon die Sonne. Das habe ich jetzt einem Kollegen geklaut, der sagt das immer, aber ich finde den Spruch so gut. Ja. nein,
Ich habe tatsächlich, und das habe ich tatsächlich erst irgendwie vor ein paar Jahren geschnallt, als ich mal zu Gast war im Steigenberger und dann noch einen alten Frühstückskellner getroffen habe, der immer noch da ist, mit dem ich mich unterhalten habe über alte Zeiten. Und er sagte, ja, damals hatten wir noch den Stern. Ich so, Moment mal, da habe ich doch meine Lehre gemacht. Da hatten wir einen Stern. Also mir war gar nicht klar, dass ich in einem Sternladen angefangen habe zu kochen. Aber den Stern haben wir dann verloren, weil viele Hotels dann es auch sehr, sehr schwer haben, weil die natürlich mit Budgets um sich werfen können. Die kommen natürlich durch die Zimmervermietung ganz andere Möglichkeiten, irgendwie da reinzubuttern. Und deswegen sind da die Sterne Tester, glaube ich, ein bisschen strenger. So. Und ansonsten, weiß ich nicht, also dadurch, dass ich ja dann auf Tour im Catering halt auch, aber das ist ja eine Kantine, wenn man es mal runterbricht. Ne? Also wir haben schon schön gekocht und haben auch tolle Teller angerichtet. Und wir waren auch die Ersten, die angefangen haben, die Teller dem Gast an den Tisch zu bringen. Das kannte man im Catering nicht. Da kannte man nur die Kübel, aus denen man sich halt mit der Kelle, also den Shelling-Dishes, wo man sich dann halt an den viel was rausgenommen hat. Ne? Und wir haben halt Teller angerichtet, schöne Garnitur, irgendwas frittierte, dünne Fenchelscheibe oder irgendwie sowas. Und das kam halt ziemlich gut an. Aber es war keine Sterneküche, weil wir mussten ja auch vernünftig große Portionen machen, weil wenn du irgendwie den ganzen Tag so lang Traversen klopfst und irgendwie Bühnen auf- und abbaust und so, dann hast du natürlich Hunger. Und wenn du in ein Sterne-Restaurant gehst, dann gehst du da ja eigentlich eher so als Event hin. Also, Was ich wissen das wollte, gehst du ist ja nicht halt hin, um dich zu sagen, ernähren. ja. Was ich wissen wollte, ist halt auch, sagen Sterne eigentlich überhaupt irgendwas über die Qualität des Essens aus? Ja, schon. Also ich glaube schon. Also das ist halt. Also klar, als in der Sterne-Gastronomie arbeitest du mit sehr, sehr hochwertigen Produkten und die haben ja dann auch ihren Preis und die werden halt ganz raffiniert, ganz kreativ irgendwie dann zubereitet. So, das macht halt die Sterneküche dann aus. Aber ehrlich gesagt bist du auch beim falschen Typen irgendwie über Sterne-Restaurants zu reden, weil ich kenne da zwar so ein paar Köche, die lernt man ja kennen über die ganze Zeit. Und ich habe ja auch mit welchen zusammen diese Sendung gemacht. Aber was halt auch vielen Sterneköchen tatsächlich passiert, ist, dass sie, wenn sie einen Stern haben, dann, also das erhöht natürlich auch den Druck. Ne? Du willst einen Stern halten und je mehr Sterne du hast, desto, also maximal drei gibt es ja, desto schwieriger ist das. Und zum Beispiel von einem Kollegen, der bei einem Zwei-Sterne-Koch, glaube ich, gearbeitet hat, der hat immer irgendwas mit Artischocken gemacht. Der hat sich gar nicht getraut, die Karte großartig zu ändern. Und hat dann immer wieder was mit Artischocken drauf gehabt, damit er bloß einen Stern hält. Und das ist doch dann auch nicht schön, oder? Also Nee, da überhaupt nicht. mache ich doch dann lieber. Außerdem, was ich ja auch finde, ist, dass zum Kochen oder was ja auch gar nicht, ich weiß nicht, ob das irgendwo bewertet wird, aber dass du auch nachhaltig mit den Lebensmitteln umgehst. Weißt du, also dir das Mittelstück aus dem Filet rauszuschneiden und den Rest maximal für Personal zu verarbeiten oder irgendwie, das finde ich dann halt auch schwierig angesichts der dramatischen Weltlage sozusagen. Aber siehst du, bist ja doch der richtige Ansprechpartner für die Frage. Ist halt nur eine andere Ja, Sichtweise, vielleicht, ne? aber ich möchte ja noch niemanden bashen. Also ich ziehe da echt den Hut vor, weil das wirklich auch eine, das ist schon hart und das ist auch schon. Ja, aber wie gesagt, da wächst man dann halt auch rein. So, ich bin halt in eine andere Richtung gewachsen. Ich bin halt auf der Straße gewachsen. Wichtige Frage. Was kocht ohne Das hat sich Plockstedt? abgesetzt. Ja. Trink ruhig, immer wieder. Nicht, dass ich das, dich dazu animiere, aber trink, wie es passt. Alles gut. Nee. Man muss ja viel trinken. Also wir haben jetzt erfahren, was du privat trinkst, aber was isst du privat? Oder was Also kocht ein Koch privat? ich habe heute zum Beispiel eine Suppe gekocht, eine kalte Suppe. Die ist jetzt noch im Kühlschrank und nach diesem Gespräch werde ich sie nämlich essen mit meiner Familie. Ja. Und zwar eine Okroschka. Kennst du das? Das Nee, ist klingt aber russisch irgendwie. ein ukrainisches Rezept. Und zwar hat das unsere damalige ukrainische Mitbewohnerin eingebracht. Und das ist, also die Basis ist Brühe verrührt mit Kefir und mit Schmand und vielleicht Joghurt. Und da kommt dann gekochte Kartoffel rein, da kommen Radieschen rein, da kommen ein bisschen Hühnerbrust rein. Kannst das auch vegetarisch machen mit Tofu zum Beispiel oder so. Dill kommt rein, Zitrone kommt rein und Eier, hart gekochte Eier, so klein gewürfelt, kommen rein. Und dann ordentlich Zitrone und Pfeffer rauf. Und das ist, wenn das richtig kalt ist, super, super lecker. Ja, So, klingt auch das esse ich mega. zum Beispiel gern. Und ansonsten
Also ich esse mal das gerne, worauf ich gerade Appetit habe. Und jetzt habe ich gerade auf Okroschka Appetit. Also würdest du mich, sagen wir mal, morgen nochmal fragen, würde ich wahrscheinlich was ganz anderes Aber sagen. bist du denn auch Fastfood-Typ? Vorher, klar. Also schon mal aus der Not heraus, weißt du, wenn du dann viel unterwegs bist und irgendwie auf Autobahnrasten abhängen musst, ist es sowieso, das regt mich sowieso so auf, dass man da kaum was Vernünftiges, schon gar nichts Fleischfreies haben kann. Also ich versuche ja sehr, sehr viel Fleisch zu vermeiden und auch sehr wenig Fleisch zu essen. Und da bist du ziemlich aufgeschmissen auf den Rasten. Mittlerweile haben sie da irgendwie so eine komische Falafel oder Mini-Vegan-Bulettenbox, die auch ganz okay ist, aber eigentlich willst du das alles nicht. Das ertappt mich jetzt schon, dass ich manchmal wieder zu dem großen M oder dem Bürgerkriegladen da gehe und mir da eine vegane Variante hole, die ich ganz okay finde, aber das ist halt auch kein richtiges Essen. Ne? Das ist halt Pappe. Okay. Aber wenn du kochst oder jetzt auch generell beim Catering kochst, worauf legst du besonders Wert? Was ist das Wichtigste für dich dabei? Also beim Kochen, worauf, also beim Kochen oder insgesamt beim Catering? Also Nee, ich erstmal beim will, Kochen an sich. erstmal Also, beim Kochen. ja, im Also Prinzip ich der denke, ganze Prozess. Also, was ist für dich wichtig? also ich, zum einen lege ich natürlich, es muss natürlich lecker sein, das muss vernünftig zubereitet sein und das muss tipptopp sein und wie soll ich das sagen? Das ist halt alles. Also ich lege zum Beispiel sehr, sehr viel Wert darauf, dass ich so wenig wie möglich Food Waste habe. Und das gelingt uns auf Tour wirklich richtig gut. Also ne, wir haben ja unsere kleinen so eine Tupper-Gefäße irgendwie, in dem auch alle Köche, die mit mir arbeiten, angehalten sind, ihr Mise en place zu machen, also ihre Vorbereitungen für das Abendessen oder auch fürs Lunch. Und das zum Beispiel nicht alles zusammenzuhauen, sondern in Einzelkomponenten zu lassen und dann à la minute zusammenzubauen. Das heißt, das alles, was du übrig hast, können wir wunderbar als Bausteine am nächsten Tag im Lunch verarbeiten und schmeißen somit kaum was weg. Und alles an Gemüseabschnitten, da gibt es sensationelle Gemüsefonds, die daraus gekocht werden, die eigentlich für alles herhalten. Und also das ist extrem wichtig. Und dann ist mir vor allem auch wichtig, dass die Köche, mit denen ich arbeite, dass klar, dass da irgendwie schon dieser Stil der Küche irgendwie im Groben eingehalten wird, aber ich möchte gerne, dass die ihre Gerichte, ich will denen da nicht reinreden. Ich will, dass die natürlich gucken, was muss an Lebensmitteln weg. Wir müssen ja, ne, wir haben ja jetzt kein Kühlhaus oder so, wir müssen ja alles mitnehmen und alles frisch einkaufen. Und dann kommt es halt auch mal vor, dass der Lauch irgendwie schon irgendwie so ein welkes Blatt hat. Ne? Dann machst du das halt ab irgendwie. Die Sterneküche würde es vielleicht noch einen Fond schmeißen und sonst nichts mehr damit machen. Und wir verarbeiten das halt weiter so. Und das geht halt, also wie gesagt, ich würde gar keine Sterne bashen. Sorry. Ich glaube, es wird nicht als Bashing verstanden. Alles gut. Okay. Ja, und also so, dass dann halt die Köche wirklich zum einen sehen, also wir schreiben uns an den Day-Offs immer unsere Menüs, unseren Foodplan. Und gucken, was wir einkaufen müssen. Und vorher haben wir das aufgeschrieben, was wir noch an Restware da haben. Und das kannst du ja nicht auf die Möhre genau machen. Ne? Und wenn du dann beim Arbeiten siehst, irgendwie, ah, wir haben jetzt aber von dem Produkt noch viel mehr da und dann esse ich jetzt, dann kaufe ich das nicht, dann baut man sich das Menü so ein bisschen um, ne, das Gericht. Also sind ja nicht irgendwie, wir haben ja keine Vorgabe, wie das Gericht genau sein muss. So. Und das muss halt auch jeder Koch selber machen. Da soll auch jeder seine Kreativität reinstecken. Und dann wird es auch ein Gericht, wenn ich denn da als Chef ranfuschen würde und sagen würde, das musst du jetzt aber so machen, dann wird es nichts. Also dann funktioniert das nicht. Kochst du denn selber noch mit beim Catering, wenn du sagst, du bist als Chef unterwegs? Mittlerweile schaffe ich das nicht mehr. Okay. Also da, ich bin auch tatsächlich, also das ist halt auch echt ein anstrengender Job. Ne? Ich bin jetzt irgendwie 56 und dann machst du den Job so auch nicht mehr. Also ich fahre jetzt schon mit auf Tour, aber ich stehe da nicht in der Küche und in der Hitze, zumal Ja. ich dann auch noch so viele andere administrative Sachen zu tun habe und mittlerweile auch so viele Leute kenne, die man dann trifft, die man dann wieder sieht und Quatsch. Und das würde gar nicht funktionieren. Also doch, das kann ich bei anderen Arbeiten besser kompensieren. Ja, okay. Aber vermisst du es denn, da zu stehen und zu kochen? Anfangs habe ich schon vermisst, mittlerweile eigentlich nicht. Und das ist ja auch so eine Entwicklung. Also, ne, was ich auch sagte, dass nach der Lehre und nach den ersten ein, zwei Läden, wo ich dann gearbeitet habe, wir uns selbstständig gemacht haben, haben denn dann noch so viele andere Punkte dazu, die man machen muss beim Catering. Und dann irgendwann kam es, ne, dann haben wir ein Buch geschrieben, dann kam jemand, schreibt da mal eure Geschichte auf, dann wurde ein Buch geschrieben. Und dann kam das Fernsehen, hat man das gemacht. Und
Dann kommen wieder ganz andere Sachen. Und somit genieße ich das eigentlich total, dass ich da gar nicht so festgelegt bin auf eine Sache, sondern mich da so ein bisschen frei bewegen kann. Okay. Das genieße ich sehr. Das finde ich total gut. Okay. Genau, wir reden jetzt gleich noch weiter über über die Rote Gourmet-Fraktion, aber nochmal kurz das Thema TV-Formate einmal anreißen. Ja, viele Leute kennen dich halt eben daher oder kennen dieses Gesicht und sagen, ey, den habe ich schon mal gesehen irgendwo, Idiot. ne? Das ist doch der hier, der vom Kochen aus dem Fernsehen. Stimmt. Genau. Warum bist du diesen Schritt damals gegangen? Wie bist du da dran gekommen? Hast gesagt, ja, hast du Ich dich wurde aktiv angefragt. Also beworben? Wurdest du ich wurde angesprochen? damals, nee, das habe ich nicht. Ich wurde angefragt fürs Fast-Food-Duell. Irgendwie hat denn die Firma Rote Gourmet-Fraktion und dann haben wir damals Stefan Marquardt kennengelernt und irgendwie hat sich das dann so ein bisschen rumgesprochen und das so, dass quasi die Firma schon eine gewisse Augenmerk hatte bei vielen Leuten und somit hat dann auch irgendein Fernsehsender gesagt, den können wir ja mal fragen und haben sie dann auch und das war dann für Kabel 1, das Fast Food Duell hieß das, das war da hat man dann irgendwie gegen einen Lieferservice in einer WG oder bei irgendwelchen Leuten zu Hause gekocht, aus den Sachen, die den Kühlschrank haben und die restlichen Sachen, die eingekocht werden mussten. Das musste dann günstiger, schneller und leckerer sein. Wurde dann blind verkostet und gab es noch einen Sidekick, den Achim, der irgendwie dann beim eingekauft hat und in dem Restaurant oder in dem Imbiss war oder in dem Fastfood-Laden, wo gegen die wir angetreten sind. Und das war ein sehr, sehr lustiges Format irgendwie. Das war, ich weiß nicht mehr, in 2 Jahre oder so habe ich das gemacht. Irgendwie. Das war dann noch Frank Rosin und Björn Freitag haben das auch noch gemacht. Wir waren aber nie in einer Sendung, sondern das war immer ein Wechsel irgendwie, ne? Deutliche. Und ja, klar habe ich das gemacht, weil ich dachte, das gucke ich mir doch mal an. Und habe mir auch gesagt, also es ging ja immer so, dieses Ding im Fernsehen, da wollen sie dich verbiegen, da musst du dann so und dann darfst du das nicht und darfst du hier nicht und so. Und habe ich gesagt, na, gut, wenn das denn so ist und ich damit nicht klarkomme, dann höre ich halt auf. So. Und war aber gar nicht so. Es ist schon so, dass sie bei solchen Formaten, bei diesen Entertainments irgendwie, wie zum Beispiel auch die Kochprofis, da auch sehr auf Authentizität stehen. Ne? Das heißt, sie haben gar nicht, ja, gar nicht das Bedürfnis, irgendwie dich zu verändern. So. Ja, das hätte ich jetzt Im gedacht, das Gegensatz wäre zu überraschend denen. gewesen. Ich hätte jetzt echt gedacht, die hätten ein Skript und da muss ich mich Mag halt es auch fest geben anhalten und irgendwo, aber so. ich habe es halt nicht erlebt. Ne? Ja, dann irgendwann war das Format ausgelaufen und dann ja, wurde ich irgendwie, dann rief mich vor an, Frank Oehler, der auch ein Kochprofi. Der sagte irgendwie, ey, uns ist einer rausgesprungen, da ist irgendwie einer gegangen oder weiß nicht, die durfte nicht mehr mitmachen, keine Ahnung. Und sie suchten einen und der sagte, ja, also, nee, Kochprofis und so. Ich dachte, da habe ich sofort so an so Vorführformat gedacht und so. Und ich dachte, weiß ich nicht. Und dann, ja, guck dir das doch mal an. Ich habe mit der Redakteurin telefoniert. Ich war gerade, auf mir fettes Brot waren wir gerade unterwegs. Und am nächsten Tag waren wir in München. Und dann kam dann direkt schon irgendwie ein Redakteur nächsten Tag vorbei und hat ganz kurz mir ein paar Fragen gestellt, das auf Cam aufgenommen, so als Casting sozusagen. Ja. Und dann wollten sie das halt mit mir machen. Ich habe mir das dann auch mal angeguckt und dann habe ich gesagt, okay, probierst es halt mal, ne? Du kannst ja gehen, so, wenn es dir nicht gefällt. Und das war ja auch ganz cool. Gleich beim ersten Dreh oder vor dem ersten Dreh hat mir dann Andi, auch einer der Kochprofis, gesagt, eins ist uns total wichtig, dass wir hier irgendwie keinen Scheiß erzählen und irgendwie so. Und dann sagte ich, ja, cool. Also darum ging es mir dann auch. Und in den Fällen war es dann halt so, das war ja so aufgebaut, dass wir erstmal in diese Restaurants, die uns gerufen haben, weil sie wirtschaftliche Probleme haben, keine Gäste hatten, was auch immer, uns zur Hilfe gerufen haben und wir dann erstmal ein Testessen gemacht haben, weil es könnte ja sein, dass im Restaurant es daran liegt, dass das Essen nicht lecker ist, wenn es nicht läuft, Ja. was allerdings nicht immer der Fall ist. Aber so, und dann haben wir das halt gegessen und haben das halt ehrlich bewertet und waren da auch gnadenlos ehrlich und haben auch gnadenlos ehrlich die Leute damit konfrontiert. Konfrontiert. Alles gut. Wieso kriegt das Wort nicht hin? Wieso Das hätte weiß ich ich mir nicht, warum. Sprachkurs Das ist machen das sollen, dass ich Wetter. mit Fernsehen um zu tanzen? Okay. Ja, und dann war es also wirklich so. Also, es gab da immer, es hieß ja immer irgendwie, oh, das ist doch alles geskriptet und so. Und
Das war es aber nicht. Also es gibt so eine, das hieß Themenkonzept. Also da, ne, du hast ja Redakteure, die diese Sendung haben, die sich mit den Bewerbern, zu denen wir dann hinfahren, auseinandersetzen und mal gucken, was könnte man machen? Haben die vielleicht Teamprobleme? Sollte man da teambildende Maßnahmen machen? Gibt es da irgendwo einen Kletterpark in der Nähe, dass man da, also ne, die mussten sich irgendwie darauf vorbereiten und haben da irgendwas reingeschrieben. Das haben wir meistens gar nicht gelesen, also viele jedenfalls nicht. Ich hab's schon gelesen, also ich fand Ja. das auch allein aus Respekt, aber wir haben uns aber nicht dran gehalten, sondern wir haben uns dann halt unser eigenes Bild gemacht und haben dann halt unsere Vorschläge gemacht. Und das hat auch immer funktioniert. Also das war sogar sehr gut und das war auch sehr ehrlich. Und ganz oft mussten wir den Leuten halt auch sagen, weißt du was, guck dir das jetzt noch einen Monat an, aber du verbrennst immer mehr Geld, sonst dreh den Schlüssel rum und mach den Laden dicht. So. Und ja, dann so halt, also da haben wir wirklich echt auch sehr viele tolle Leute kennengelernt irgendwie. Und manche auch, die dann, die, ne, du hast es dann auch irgendwie, manche fühlen sich halt auch selber vor, wenn wir dann irgendwie so überzeugt von sich sind und diese Kritik überhaupt nicht ertragen können. Weil wir haben ja nach der Kritik haben wir ja dann genau da angepackt und haben probiert, daran was zu verändern und genau mit denen, auch mit denen zusammen irgendwie uns das zu überlegen, was wir ändern können. Und Aber wenn die sich halt selber vorführen, dann saßen teilweise die Redakteure im Schnitt und haben gesagt, ich suche hier irgendwo auch nur ein Lächeln von dem oder eine sympathische Sequenz, die ich reinschneiden kann. Dann haben wir es manchmal nicht gefunden. Das sind dann oft dann die Sendungen, die uns als geskriptet oder irgendwie als hau rauf oder so gestellt wurden. okay, Ja, aber und jeder hast hatte ja auch seine eigene Aufgabe. Ich war mal so der Psychologe da. hast du denn von irgendwelchen Leuten hinterher gehört, auch jetzt noch Jahre später, wo das Restaurant oder der Betrieb halt richtig gut gelaufen ist, so als Positivbeispiel? Es gibt zum Beispiel einen, der selber Fernsehkoch ist. Also der ist zum Beispiel bei der Küchenschlacht ist er ganz oft dabei, der Robin Peach. Ja. Das war ein ziemlich gutes Restaurant, das er hatte, aber das war so overdosed, dass ich glaube, dass das Problem war, dass die Leute das nicht verstanden haben, was er gemacht hat. Aber der war halt richtig klasse. Und der ist jetzt, ja, der ist erfolgreich. Ja. Den haben wir oben noch irgendwie eine Kochschule installiert, oft in der zweiten Ebene von seinem Restaurant. Und, Cool. ja, man soll immer ein bisschen locker werden. Also, ne, der war sehr, sehr, also uns kam das sehr steif vor, ne? Aber der war halt war ein guter Typ und der ist jetzt ganz sympathischer Typ. Robin Peach muss man gucken, und wir ganz oft so bei der Küchenschlacht dabei und so. Ja, mach Der ist jetzt viel mehr Fernsehkoch als ich. ich. Okay, aber ja, es ist schön, dass man auch einfach mal zwischendurch hört, dass es eben diese Positivbeispiele gibt, dass man sagt, man hat jetzt diese Arbeit da reingesteckt und es war halt auch nicht umsonst, sondern die Leute haben was draus gemacht, ne? Ja, Das ist aber ja weißt du, mal. oft ist es ja wirklich auch, also oft waren die Leute auch total dankbar, wenn wir ihnen gesagt haben, weißt du was, das funktioniert nicht, mach zu. Und ich hatte ja selber ein Restaurant, ich habe das auch zugemacht. Restaurants, was, also Gastronomie ist halt auch ein riesen Arschloch. Also du subventionierst eigentlich nur die Gäste. Das Essen müsste alles viel, viel teurer sein. Ich kann selber mal ausrechnen, wenn du in einem kleinen Restaurant mit 40 Plätzen sitzt und da nicht alles belegt ist und du siehst, dass zwei, drei Kellner da rumlaufen und mindestens zwei Leute in der Küche sind, wenn nicht sogar drei, und dann kannst du mir überlegen, wie die allein diesen Tag an Löhnen allein nur finanzieren sollen. Ne? Naja, So. Und wenn sie dann nicht am Wochenende permanent doppelt belegt sind, also du kriegst ein Restaurant, meiner Meinung nach, also Ausnahme ist natürlich immer, oder es gibt alles, aber viele kriegst du halt nicht über den Punkt hinweg, dass sie sich gerade mal selbst tragen. verstehe. Gab es denn jetzt in deinen Momenten vor der Kamera, gab es irgendwas oder eine Situation, die dich nachhaltig geprägt hat? Sowohl positiv als auch negativ. Wo du gesagt hast, das ist Vor eine der Erfahrung, Kamera. die nehme ich mit irgendwie. Nachhaltig geprägt. Also ich glaube, alles, was ich gemacht habe oder was ich erlebt habe, sagen wir so, Ja. prägt mich irgendwie auch nachhaltig so, weil das doch von, das ist ja der Stein, auf dem man sich weiterentwickelt, Ja, gut, das sozusagen. ist klar, aber vielleicht gab es ja so eine Ja. besonders herausstechende Situation. Naja, weiß ich nicht. Also vielleicht fällt mir ja nochmal was ein, aber Ja. eigentlich da eher nicht. Das sind zwar andere Punkte in meinem Leben, die mich nachhaltig verändert haben. Da kommen wir bestimmt auch noch zu. Okay. Deswegen, also das ist auch mit ein Grund, warum ich mit dem Fernsehen dann nachher aufgehört habe. So. Also ich kann dir mal erzählen, wie ich aufgehört habe, Ich wollte weil gerade sagen, dann irgendwann setzt man wollte ich. nämlich daran, weil die Frage wäre jetzt eh gekommen, ne, warum du dann Okay, letztendlich damit aufgehört hast. ich wollte nicht mehr. Das hat auch damit zu tun. Ich habe mir ja gesagt, dass ich das solange ich dahinter stehen kann,
mache ich das. Ne? Und es gab dann noch mal so ein, zwei Sendungen, wo ich dachte, oh, hätten wir ein bisschen rigoroser sein müssen, waren wir vielleicht auch mal müde und haben dann gesagt, ja, okay, machen wir so. Und das war dann nicht in Ordnung, aber das ist nicht der Punkt gewesen, sondern ich habe einfach ganz andere Prioritäten gesetzt. Also einmal hätte auch keine Lust mehr, Leuten ein Huhn- oder Schweinekonzept an die Hand zu geben, weil das günstig im Wareneinsatz ist, damit sie irgendwie Geld verdienen, die irgendwie vorher nie irgendwie jemals was mit Gastronomie gelernt haben. Da geht es ja dann auch irgendwie um Tierleid und alles Mögliche. Ne? Also das muss man ja nicht supporten. So, das war ein Thema, mit dem ich dann immer mehr irgendwie gehadert habe. Und das andere war, dass ich ja auch Kampagnenbotschafter von Oxfam bin und mit Oxfam in Ecuador war und mich auf Bananenfeldern rumgetrieben habe, einen Gewerkschafter da kennengelernt habe, der früher Pestizidflieger war, der sich für die Rechte der BananenarbeiterInnen einsetzt. Und dann habe ich so gedacht, irgendwie passt das nicht. Also das war für mich, es hatte für mich nicht mehr so eine Wichtigkeit irgendwie. Und hab dann gesagt, okay, dann muss ich aufhören. Bin dann auch zu dem RTL2-Chef hingegangen und habe ihm halt vor dem das darlegen, warum ich dann aufhören wollte und so, weil das sehen die natürlich gar nicht gerne, weil wenn du so eine Konstellation auseinanderreißt, dann ist so ein Format echt gefährdet, was dann ja auch letzten Endes ein Jahr später passiert ist, nachdem sie da probiert haben, das Konzept ein bisschen zu verändern. Das liegt nicht an mir, sondern es hätte jeder gehen können. Ne? Ja, Also es ist klar. einfach diese Konstellation, die da nicht mehr funktioniert. Und das waren dann halt so, also es gab auch so Leute, ich habe dann irgendwo aus dem Kollegenkreis mitgekriegt, dass die Leute sich erzählen, ich wäre da geflogen, weil ich zu politisch war, weil ich irgendwie mal keinen Bock auf Nazis-T-Shirt oder Slime-T-Shirt anhatte oder sowas. Ja. Und da gab es auch tatsächlich böse E-Mails irgendwie, so, nimmt den linke Sau da mal raus aus dem Fernsehen und haben dann irgendwie zu Deutschland Verrecke von Slime, irgendwie Wikipedia-Einträge. Sie haben es ja noch nicht kapiert, da steht es ja drin, irgendwie was Deutschland, was Ja. Sterben. Für den Hintergrund hat, warum dieser Song entstanden ist und was der Hintergrund ist. Egal. Jedenfalls habe ich mir, die haben mich ja, also RTL 2 hat mich nicht einmal gebeten, mal ein anderes T-Shirt anzuziehen oder so, ne? Oder mal irgendwie einen Kommentar sein zu lassen oder so. Und da habe ich mich auch nochmal für bedankt. Und daraufhin sagte der RTL 2-Chef zu mir, Ole, das klingt alles so eloquent, was du da sagst, irgendwie, deswegen wollen wir dich jetzt auch gar nicht zurückhalten, aber du warst immer unser gutes Gewissen. Das hat er im O-Ton gesagt. Das ging natürlich echt runter wie Öl. Das fand ich echt gut. Aber gut. Gut, aber wenn es Ich eben finde, irgendwann da nicht gibt mehr mit dem es auch Gewissen so eben ein paar vereinbar Sendungen, ist. wo sie vielleicht auch nochmal jemanden brauchen, deren Gewissen verkörpert, aber egal. Naja. Ja, wie gesagt, wenn es irgendwann mit dem eigenen Gewissen auch nicht mehr vereinbar ist, gerade wenn du sagst, Nachhaltigkeit, Tierwohl und faire Arbeitsweisen und, ne, klar. Da muss man dann halt auch eben, so wie du gesagt hast, dann steht man halt dahinter und verbiegt sich nicht, ne? Und ist Ja, es dann genau. eben raus, genau. Das war das. Und das war auch völlig okay. Und ich bin da auch völlig fein mit gewesen. Ich habe das auch nie bereut. Ja. Und ich habe auch gesagt, also das ist für mich auch kein Tabu, nochmal Fernsehen zu machen. Also auf der einen Seite glaube ich schon, dass Fernsehen kaputt ist. Du kannst ja mal unsere Zuschauer und HörerInnen fragen, wer alles noch Fernseher hat zu Hause oder Ja, es wer ist sich wenig, die wird Sachen auch weniger. anguckt, genau. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass ich halt jetzt, also dadurch, dass ich auch immer und viele andere Sachen irgendwie immer politischer werde und mich da auch gerne positioniere, ich auch keine Lust mehr habe, irgendwas zu machen, was das, also ich müsste mitbestimmen bei einer Sendung. Und irgendwie glaube ich, ist die Fernsehwelt noch nicht weit genug, dass sie sich traut, politische Themen anzunehmen, weil das irgendwie Ah. Wegschalter sind. Das ist ja eine Quote. Und das finde ich sehr, sehr schade. Deswegen habe ich auch meinen eigenen kleinen YouTube-Kanal gegründet, während Corona, als ich ein bisschen Zeit hatte mit einem Kumpel. Ja, erzähl doch mal, wie heißt der? Kulinarisch solidarisch Okay. heißt er. Das Kommen wir aber YouTube. gleich da nochmal drauf. Okay, aber nur, dass wir Okay. das schon mal gehört haben. Kulinarisch, solidarisch, aber worum es Genau. geht, erfahren wir gleich noch. Genau, das muss auch jeder hören, weil ich brauche viel, viel mehr Likes. Ja, Leute, liked Ole, geht auf den Kanal und lasst ein Abo da, ne? Auf YouTube sind es Abos. Twitch sind es die Follows. So. Darf man nicht verwechseln. Genau. Okay, follow, ja.
Ja, alles. Follow, Das like, ist mir Daumen alles hoch, zu hoch. Dafür kommentieren. bin ich zu nah an der Boomer-Generation dran, als dass ich das auseinanderhalten kann. Aber wir kriegen das für dich hin, deswegen alles gut. Okay, Okay, passt. wir gehen mal in den zweiten Part, ihr Lieben, weil wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, woher wir oder ihr Ole kennt. Jetzt im zweiten Part reden wir ein bisschen über die tieferen Themen. Und wir haben gerade schon ein paar Mal die Rote Gourmet-Fraktion eben angerissen als Catering. Kurze Frage nur, hast du die selber gegründet oder mit mehreren Leuten zusammen? Nee, damals mit einem Freund zusammen habe ich sie gegründet. Und der Okay. ist dann irgendwann, der wollte nicht mehr, dass er irgendwann ausgestiegen ist. Seitdem mache ich das alleine. Okay, aber du machst es alleine. Okay. Ja, der Name, ne, Rote Gourmet-Fraktion, ist ja, klingt so ähnlich wie Rote Armee-Fraktion. Gab es schon mal negative Reaktionen darauf, Hey. wegen des Namens? Also, es ist witzig, weil es war eigentlich erst seit es die AfD gibt, gibt es negative Reaktionen. Vorher haben das alle als Ja. satirisch und haben sich Ja, totgelacht. genau. Also auch aus dem rechten Lager fanden es total lustig. Und Ja. jetzt mittlerweile, also sogar die AfD Hamburg sogar mich schon mal, nachdem ich in der Landsendung war, haben sie mich dann aufgrund des Namens also der so Terroristenfreund und bla und so diffamiert. Aber das ist eigentlich auch irgendwo ein Schulterschlag, ne? So, also. Wenn die Okay, aber es dich gab tatsächlich, helfen, dass es dann hast du was negative richtig Reaktionen gemacht. gab, ja. Okay. Dass die Leute sowas auch ernst nehmen, ne? Ich meine, was willst du jetzt machen? Willst du jetzt Bomben kochen oder so? Ja. Aber das Allergeilste war sogar noch, also das haben die auch gar nicht geschnallt, weil da auch so viele junge Leute gearbeitet haben. Das war der Ja. erste Trailer, den wir gedreht haben für das Fastfood-Duell, ne? Um nochmal zurückzuspulen in die Fernsehzeit. Da ging es ja um Fastfood und dann haben wir da hing hinten ein Banner mit dem großen RGF-Stern, der, ne, wie du schon bemerkt hast, dem RAF-Stern sehr, 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 sehr ähnlich sieht. Ja. Und dann sollte ich ein Böller anzünden, der in einer Fastfood-Packung war, und sagen, bei uns in der Küche knallt's. Und das vor allem dem RAF, Ja. wirklich ganz ähnlichem Logo, das Ja. ist schon, das fand ich im Nachhinein schon wirklich sehr, sehr lustig. Und das hat halt keiner von den Redakteuren oder Redakteurinnen geschnallt, ne? So, weil die halt die Geschichte gar nicht auf dem Schirm hatten, der RAF. Total krass. Also das Erste, was mir direkt aufgefallen ist, der Zusammenhang halt eben. Das finde ich krass, dass das so wenig Leute irgendwie im Zusammenhang sehen. Naja, Faszinierend. doch, es gibt schon viele, die das im Zusammenhang Ja. sehen. Aber ich meine mal ganz im Ernst, irgendwie gerade, also, die Rote Armee-Fraktion, vielleicht hatte sie ja irgendwann mal edle Ziele, aber sie haben halt einen echt scheiß Weg eingeschlagen. Und dann haben sie, ne, was jetzt auch irgendwie immer deutlicher wird, sie haben halt auch, also irgendwie durch den Draht nach Nahosten bin da sehr, sehr dünn, was das alles angeht. Aber ne, zum Hang zu Palästinensern irgendwie, sie haben sie halt auch einen sehr, sehr antisemitischen Teil, finde ich. Also das muss man einfach sehen. Also die waren halt, ne, da haben die Landshut wurde entführt von Leuten, die irgendwie jemanden umbringen wollten, weil er einen Mont Blanc-Füller hatte, weil die diesen Menschen für einen Juden gehalten haben. Ja, genau. Also wir So. brauchen jetzt auch nicht ins Also, Detail gehen, aber nee, genau, aber es ich ist kann halt nur sagen, generell ich würde es der einordnen, Weg, nicht, ja. ich verherrliche die nicht, aber Ja. so die Revolution über den Tellerrand fand ich eigentlich schon ganz charmante Genau. Beschreibung. Genau, um das einmal klar zu halten, eben keine Verehrung Genau. oder sonst irgendwas oder Unterstützung, sondern in dem Sinne einfach nur ja, das Prinzip des Rebellischen, des eben auch mal was wagen halt, ne, über den Tellerrand, wie du sagtest, ja. Das halt auf Küche bezogen. So, Punkt. Ja, und das habe ich ja, haben wir ja teilweise auch gemacht, also auch allein schon in den Namen von manchen Gerichten, falls es sich das. Also zum Beispiel, ich irgendwann mal in einer Dose ein Stück Thunfisch auf so einen Möhren-Krautsalat gemacht und hab den und dann war so ein Spieß da drin, so was angebraten und dann war das harponierter Dosenflipper auf Kraut und Rüben. Und das haben erstmal viele Leute gar nicht so richtig geschnallt, worauf ich mit harponierten Dosenflipper hinaus wollte. Das ging natürlich darauf hin, dass viele Delfine im Delfine Thunfisch, ja. dass viele Delfine in Schleppnetzen, bei der Thunfischfangjagd auf in Schleppnetzen gefangen werden und verenden. Ne? So. Ja, Also da fällt mir direkt so zu Dinger. ein, da fällt mir direkt zu ein, Delfine im Thunfischsalat, wie gemein.
Von der besten Band der Welt besungen einmal. Ja. Ah, kenne ich nur, ja. Genau. Band Catering. Du machst aber dementsprechend oder ihr macht dementsprechend nur Band Catering oder macht ihr noch was anderes? Ja, also ich habe früher auch mal so hier und da so Events oder sowas gemacht, aber das vereinbart sich nicht, weil, weißt du, wenn du eine Touranfrage kriegst, dann ist das ein Zeitraum von, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6 Wochen. Und wenn ich dann aber auch eine Hochzeit zum Beispiel annehme und ich nehme die Hochzeit an, ein Jahr vorher, und dann kommt eine Touranfrage rein und ich kann die deswegen nicht machen, weil ich da die Hochzeit bestücken muss. Ja. So groß ist die Firma jetzt auch nicht, ne? Dass ich da 1.000 Angestellte habe, die das alles wuppen. Das ist auch alles so ein bisschen self-made. Aber ihr bekocht ja viele verschiedene Bands und auch bekannte Bands. Zähl mal ein paar Namen auf, damit ich so ein bisschen neidisch werde. Oh, Name-Dropping. Ja, Okay. wichtig. Also, Name-Dropping muss Namen droppen. für die Toten Hosen machen wir halt ganz lange Catering, ganz früher auch mal für die Ärzte. Wir haben auch mal für Rammstein gekocht auf 2 Touren. Und sonst sind das jetzt so Annemarie Kantereit, Vincent Weiss und KIZ und Puff Club, ja, so alles mögliche, feine Sahne. Fettes Brot hast du vorhin noch gesagt. Fettes Brot, ja, genau, aber das ist ja jetzt Historik Ja, sozusagen. das stimmt. Okay, auf jeden Fall ein paar größere Namen Genau, dabei, aber wie ihr hört. ja, gab So. es schon ein paar. Das ist ja, guck mal, wir machen das ja 30 Jahre mittlerweile. Ja. Das, ne? Da kommt dann schon was zusammen. Ja, aber es ist doch krass, wenn man solche Menschen, wie du auch vorhin eingangs gesagt hast, wenn du dein Hobby ausübst, du kochst und hast noch dein anderes Hobby quasi mit der Musik, das auch noch beides verbinden kannst und mit den Ist Leuten da total im geil. Ja, Gespräch klar. kommst. Wie geil ist das denn halt, ne? Das ist. Ja, das ist schon richtig toll sogar. Zumal man ja auch wirklich einen großen Bezug, also man lernt ja die Leute, die Crews und die Bands lernt man ja auch kennen und man mag sich. Und wenn man der, also wir hatten jetzt zum Beispiel das Hospitality, also das heißt die Garderobenbestückung fürs Rock am Ring ausgerichtet. Und da waren halt auch so viele Bands wieder, die wir über Jahre kennen, Donuts und Henning von H-Blocks und alle möglichen irgendwie. Und das ist ein großes Hallo und Umarme. Und irgendwie, das macht dann halt auch Spaß, gerade jetzt, wo man dann schon so lange dabei ist und irgendwie man sich jetzt halt schon lange kennt, ne? Und schon Ja. oft auch befreundet ist schon. Welche Band ist schon am längsten dabei? Ich würde sagen, dass es die Hosen sind. Also, die machen wir seit fast 30 Jahren. Okay, das krass. Also quasi von Beginn an. Ja. Das ist Also, echt, es da ist kann man immer wirklich die von Frage, Freundschaft reden. wer vorher aufgibt, RGF oder die Hosen. Oh, die Hosen gab es natürlich vorher schon, ne? Die sind 10 Jahre älter. Ja. Okay, aber quasi sind das seine treuesten Kunden, wenn man das so sagen kann. Ja. Ja. Wenn ihr jetzt bei Rock am Ring zum Beispiel seid, ist ja ein Riesenfestival. Für wie viele Menschen kocht ihr denn dann? Nee, da haben wir nicht gekocht, da haben wir nur das Hospitality gemacht. Ach so, Das okay. Ich heißt, dachte, ihr hättet selber für Bands und alles und so das weiter noch bekocht. nee, aber bei so einem großen Festival kannst du pro Tag, ich würde mal sagen, es ist ja dann auch je nachdem, wie groß so ein Festival ist, hast du ja auch verschiedene Catering-Bereiche. Man Crew-Catering, Band-Catering. Also ich schätze mal, Band-Catering, also unter 350 Leuten, glaube ich, pro Tag, kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Das sind ja an 3 Tagen waren das 75 Bands ungefähr, oder 73, weiß ich jetzt nicht. Und dann, ne, und teilweise kommen die ja auch mit einer Entourage von 20 Leuten an, manche nur mit 5. Ja, eben. Und wenn das zusammenrechnest und dann sind immer noch ein paar mehr andere Leute, die da Zugang haben und Geld Aber haben. kocht ihr selber in der auch in dieser Größenordnung, dass ihr so viele Menschen eben unterhalten müsst? Naja, also Festivals habe ich ja dann irgendwann nicht mehr machen wollen, weil mir das den ganzen Sommer zerschossen hat, weil das einfach so viel Aufwand ist. Und deswegen finde ich es auch ganz charmant, dass das jetzt dass das beim Rock am Ring getrennt ist, dass du da einmal einen Caterer hast und einmal jemand, also der Caterer muss sich nicht um diese ganzen wahnsinnigen Bühnenanweisungen kümmern und die auseinanderklamüsern und die Sachen besorgen und so. Und das ist ja wirklich, also es ist ja wirklich ein logistischer Wahnsinn. Also das alles auseinander zu klamüsern, ins Deutsche zu übersetzen, zu gucken, welche Ersatzprodukte musst du für die amerikanischen Produkte an den Start bringen. So. Und wenn du das noch machst und nebenher, und was heißt nebenher, und dann aber auch noch das Catering machen musst, dann ist das halt sehr, sehr, sehr viel und sehr, sehr aufwendig. Deswegen ist das gut, dass das zweigeteilt ist. Aber wir haben ja Aber früher auch so das Hurricane gemacht und so, und da hatten wir auch so diese 300 Leute oder so. naja. Aber Ja, eben gerade wenn bei die dieser erkaufen. Masse, die man dann kocht, kann man dann auch wirklich nachhaltig kochen? Funktioniert das?
Klar. Okay, Also, wenn man es richtig macht. das Ding ist, dass du sowieso das Problem hast. Also klar würde ich am liebsten nur Bioprodukte kaufen und so weiter und so weiter. Ja. Aber irgendwann ist es halt auch mal eine Budgetfrage. Da schießt es dich irgendwie auch aus der Wettbewerbsfähigkeit raus. Aber das ist gar nicht mal das größte Problem. Das größte Problem ist, dass die Quantität gar nicht am Start ist. Wir müssen ja jeden Tag neu einkaufen und wir haben eigentlich nur Großmärkte zur Verfügung, wo wir einkaufen können. Und auch, also selbst in normalen Supermärkten, ne, das sieht immer so viel aus, was da Bio ist. Das ist immer noch, glaube ich, unter 10%. Das ist der Bio-Anteil. Und wie soll ich da die Sachen an den Start kriegen für so viele Leute? Das geht gar nicht. Also Na. da bräuchte ich vielleicht nochmal zwei Einkäufer, die das besorgen, bestellen. Aber wenn du es dann bestellst, dann musst du es so weit im Vorfeld bestellen, dass du gar nicht weißt, welche Menge brauchst du. Dann hast du da wieder was übrig, dann bist du auch nicht weiter. Also das, was wir jetzt machen, ist, dass wir seit ein paar Jahren jetzt die Leute immer fragen, wie viel Fleisch möchtet ihr denn noch, dass wir eure Entourage anbieten? Mit Blick auf das Klima. Ne? Also, ne, wenn wir viel Fleisch essen, dann geht die Welt schneller zugrunde, als wenn wir das mal ein bisschen eindampfen. Und wenn wir unseren Nachfahren noch etwas einigermaßen Lebenswertes hinterlassen wollen, dann müssen wir uns mal Gedanken machen, wo man da ansetzen kann. Das kann ja jeder. Okay. Und das kommt auch gut an, also das nehmen viele an. Aber wenn ihr jetzt auf so einem Konzert seid und eben für die Leute kocht, du sagst gerade, ihr fragt vorher ab nach dem Fleisch, fragt ihr auch nach einzelnen Gerichten ab? Kocht man einzeln für die Menschen? Nee, die kommen, also wenn sie eigene Gerichte haben wollen, irgendwas, dann kommen die auf uns zu und sagen, mach doch mal, hast du noch mal Bock und so. Ja. Dann machen wir das natürlich. Meistens sind das dann so geile Sachen wie Senfeier oder so. Und nee, weil ja, Ich das ist ja mag so sie ein Herz. nicht. Nee, aber viele Leute, oder, ja, aber weißt du, was ich meine? Also Ja. relativ einfache Gerichte, die wünschen sich jetzt nicht irgendwie eine soufflierte Dattelleber mit frittierten Lavendelknödel und keine Ahnung, sondern die wünschen sich halt dann irgendwie so diese bodenständigen Sachen. Und die Ja. machen wir natürlich auch. Und manchmal bauen wir dann auch klassische Gerichte so ein bisschen kreativer um. Also abends sind wir so ein bisschen kreativer unterwegs und im Lunch dann eher so, ja, so bodenständiger. Aber wenn du jetzt gerade kreativ unterwegs seid, sagst, was war denn so der ungewöhnlichste Essenswunsch, den du hattest? Ja, wie gesagt, die wünschen sich ja kaum was. Also das sind dann, entweder wollen sie dann ganz viele Proteine und das ist auch, also das sind halt auch Sachen, die gehen auch niemandem was an. Also das sind so deren Vorlieben. Klar, ich könnte jetzt natürlich keine Namen nennen, muss ja keine Namen dazu nennen, Genau. aber eigentlich sind da, also es sind eigentlich, also diese Wünsche, finde ich, sind alle nachvollziehbar. Also das sind bei den Musikern und Musikerinnen oft Sachen, dass sie 4 Stunden vor der Show essen wollen und manche wollen dann nur Kartoffelpüree haben mit irgendwas und einem Salat und manche wollen nur Nudeln haben oder so. Und das sind dann halt Sachen, die relativ leicht verdaulich sind. Weil wenn du mit vollem Magen auf die Bühne gehst, dann möchtest du vielleicht nicht in der ersten Reihe stehen. So. Klingt logisch, aber gab es eben genau das, auch der umgekehrte Wunsch, wo Leute gesagt haben, eine Stunde vorher, aber ich brauche irgendwann einen Burger und eine Pizza und da tauche ich mir rein? Klar, also Burger, Pizza, das sind meistens so die Sachen, die sie, oder Pizza ist das, was sie dann nach der Show bestellen. Also ganz Ja. oft wird dann noch Pizza vom Pizzadienst geliefert. Aber das passiert bei uns eigentlich fast nie, weil wir abends auch noch mal Essen anbieten und sie dann noch mal richtiges, schickes Essen haben können. Und das nehmen die natürlich auch gerne an. Das sind eher so Sachen, es sind so Sachen, die wir uns ausdenken, die wir machen. Und dann oft wünschen sich dann diese Sachen wieder. Zum Beispiel hat sich Rammstein, oh, nicht Rammstein, Kraftklub irgendwie, wollten dann neulich mal wieder, oh, kannst du noch mal, das habt ihr vor Jahren mal gemacht, da waren wir bei Fettes Brot im Vorprogramm, das habt ihr in Lörben mit einer Pistazienkruste gemacht. So, könnt ihr das noch mal machen? Und dann sagst du, scheiße, wie haben wir das denn gemacht? Du hast keinen Plan mehr. Ja. Aber irgendwann hat man das dann mal so in dieser Richtung umgesetzt. Und Okay. so. Ja, und jetzt, da wir ja unter uns sind hier, ne, und gerade über Essenswünsche reden, wie ist es mit dem Trinken? Wird Backstage so viel gesoffen, wie man immer sagt? Auch. Aber auch nicht. Also es wird auch, Okay. es ist interessant. Also eigentlich sind die alkoholischen Getränke mindestens, also oder sind
andersrum. Die Saftpressen und die Saftzentrifuge und der Ingwer und der Fenchelhonig und so, das ist mindestens genauso beliebt wie der Alkohol nach der Show oder kurz vor der Show oder wie auch immer. Da habe ich besoffen, aber weißt du, es ist ja auch, die haben, wenn du jetzt zum Beispiel als Beispiel jetzt mal eine Hosenproduktion anguckst, ne, da sind irgendwie 100, 120 Leute unterwegs. Die haben halt eine Verantwortung. Also das ist halt eine Riesenshow, die funktionieren muss. Und da kannst du die nicht vorher abschießen. Damit, also erstmal würde die Show nicht stattfinden. Alle müssten irgendwie ohne Konzert nach Hause gehen. Und letzten Endes würde das ja auch, also die haben ja auch eine Verantwortung ihrer Crew gegenüber. Oder zumindest wollen sie dieser Verantwortung gerecht werden. Ne? Dass sie, ja gut, aber das ist ja vor der Show, nach der Show. Naja, klar. Also das passiert, aber, ja. Aber wenn du dann mal einen Tag richtig gesoffen hast, dann bist du am nächsten Tag auch dabei und sagst, ach nee, nochmal, lass mal, nee, mal heute nicht oder so. Ja, ja gut, also, wenn du auf Tour bist, wahrscheinlich schwieriger, ja. Ja, also eigentlich, ich weiß auch gar nicht, wie das in anderen Berufen ist. Wer war auf dem Bau, da wird auch gesoffen. Ja, klar. Oder ich weiß nicht, so. Wenn sich die Krankenschwestern und Krankenpfleger zum Grillen treffen, glaube ich, dann können sie sich auch ganz schön zugeben. Ja, natürlich, aber es geht ja immer um dieses Klischee hier, Punkband und Punkrock und danach Sex, Drugs und Roll, ne? Es muss gesoffen werden, ja. Und so. Ja, deswegen. Ja, gibt's, aber muss man alles nicht überbewerten. Also so gut ist es jetzt auch. Okay. So, jetzt reden wir ein bisschen noch über Aktivismus eben. Und dein Einsatz ging nicht gegen, aber sagen wir mal deinen Einsatz für viele Projekte, für viele soziale Projekte vor allen Dingen. Jetzt haben wir gerade nämlich über Kochen geredet. Und wie passen Kochen und Aktivismus zusammen? Naja, eigentlich ist es ja, ein bisschen ist es daraus entstanden. Es war auf der Hosentour und die Hosen haben ja immer, die haben immer die Leute vom Pro Asyl dabei, die einen Stand haben und irgendwie ihre Kampagne bewerben und dann Teams haben und auch von Oxfam auch. Die haben dann Teams, die dann irgendwie die Leute auf den Konzerten ansprechen und den Problematiken von dieser Kampagne erklären und Unterschriften sammeln. Und das funktioniert total gut. Und auch genau diese Unterschriften, die kommen auch bei den Ministerien, an die das ja dann meistens geht, richtig gut an, weil die sagen, das ist kein Internet. Klicks, sondern das sind wirklich Zwiegespräche gewesen. Also die nehmen das wirklich ernst. Und die habe ich natürlich auf diesen ganzen Touren kennengelernt und da kam halt irgendwann Oxfam auf mich zu, ob ich nicht irgendwie bei einer Aktion mal mitmachen könnte oder irgendwie mal was vorstellen könnte. Und dann haben wir uns mal getroffen und dann so bin ich dann halt Kampagnenbotschafter geworden. So war es dann, dass ich dann irgendwie mittlerweile zweimal nach Ecuador gereist bin mit Oxfam zusammen und wir uns da irgendwie ein Bild gemacht haben von dem Wahnsinn mit dem zweitbeliebtesten Obst der Deutschen, nämlich der Banane. Die aber bevor du weiter erzählst, warte kurz. Du musst dazu nochmal kurz erklären, vielleicht, was Oxfam genau ist, was die machen. Oxfam ist eine Menschenrechtsorganisation, eine weltweite, und die bringen zum Beispiel auch ganz oft Studien raus. Manchmal sieht man sie auch in der Tagesschau, also zum Beispiel zum Überreichtum, alles Mögliche. Also das gibt da, also ne, da, wo es auf der Welt brennt, da ist Oxfam am Start und hat Projekte. Und es hat eine große weltweit agierende NGO, also Nichtregierungsorganisation. Mhm. Okay. Und dann wart ihr unterwegs mit den Bananen, ja? Und da waren wir mit den Bananen unterwegs. Also da haben wir den Jorge Acosta kennengelernt. Das ist ein großartiger Typ. Der war früher selber Pestizidflieger. Also die Bananen werden ja mit Pestiziden besprüht, die Bananenplantagen, und aus Flugzeugen heraus, so kleine Flugzeuge, so wie so Cessnas oder irgendwie sowas. Und normalerweise laut dem Gesetz müsste danach irgendwie, ich glaube, 24 Stunden oder so dürfte das Feld nicht betreten werden, da darf keiner drauf sein, das passiert aber nicht. Das passiert teilweise wirklich während der Mittagspause, ne? Also dass sie dann ihr Brot essen, wow. Und dann kommen diese Flieger. Und er hat dann irgendwie gemerkt, das ist ja gar nicht, wie mir erzählt wurde, ein ungiftiges Zeug, das ist ja total giftig, er ist auch selber krank geworden und hat dann die Seiten gewechselt und hat eine Gewerkschaft gegründet. Nun ist es aber so, dass so in Ecuador, da gab es keine Dachgewerkschaften wie bei uns, die eine ganze Branche irgendwie, sondern das waren so wie so Betriebs, wie so ein Betriebsrat oder so, ne? Sowas ist
erlaubt gewesen. Aber wenn du einen Betriebsrat gründen wolltest, dann bist du in aller Regel entlassen worden aus fadenscheinigen Gründen, bist auf irgendwelchen schwarzen Listen gelandet, die dann rumgereicht wurden und du halt in einem ganzen Bananensektor überhaupt keine Arbeit mehr finden konntest. Und das sind fast, also es sind halt sehr, sehr viele Ja. Ecuadorianer, die in der Bananenproduktion arbeiten. Und also es gab, wir haben zum Beispiel auch Schulen besucht, wo also eine Schule besucht, und das ist aber keine Ausnahme gewesen, sondern das ist tatsächlich die Regel, wo fast nur Kinder mit Behinderung unterrichtet wurden. Das war aber keine Schule für Kinder mit Behinderung, das war eine ganz normale Schule, aber das waren halt alles Kinder von Bananenarbeiterinnen und die haben halt dann irgendwie, entweder wenn sie nicht gleich ganze Fehlgeburten zu erleiden hatten, haben sie dann mit Kinder mit Behinderung gekriegt. Und Mein Gott. also ich habe da wirklich drin gestanden und geheult. Das war wirklich total krass. Also wenn jemand irgendwie das ein bisschen ablindern will, dann kauft euch Bio- und Fairtrade-Bananen. Das muss beides sein. Bio- und Fairtrade. Dann Das ist man heißt, schon. oft in Supermärkten geht man halt eben rein und es gibt ja diese ganzen mittlerweile 1000 verschiedene Siegel und auch vor allem diese Fairtrade-Siegel und so. Aber Also, ich ja, habe ja zumindest Fairtrade mal ist auch gehört, es ganz. gibt verschiedene Siegel, aber die sind immer sehr unübersichtlich, was jetzt wirklich das richtige Siegel ist und Also was okay ist. deswegen. Biozertifiziert ist ja klar, ne? Das kennen wir ja alle und Ja. das ist das eine, aber zum Beispiel Peru hat sehr viele Biobananen, aber die haben halt da kein Mindestlohn und da leiden dann die Menschenrechte wieder. Ne? Das heißt, wenn du Fairtrade-Bananen kaufst, dann kannst du auch davon ausgehen, dass sie ein bisschen mehr Geld verdienen, so ein bisschen abgesicherter sind. Was wirklich ein ganz krass schlimmes Siegel ist, also was wir erlebt haben. Also die schlimmsten Verhältnisse haben wir auf Bananenplantagen erlebt, die von Rainforest Alliance zertifiziert wurden. Ja. Rainforest Alliance, das kennst du schon, das ist der grüne Frosch, der ist auf ganz vielen Bananen drauf. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, irgendwie Umwelt- und Menschenrechtsnachhaltig zu sein. Aber was ich jetzt auch gelernt habe, ist, dass sie an jeder zertifizierten Banane auch noch Geld verdienen. Das heißt, sie haben ein Interesse daran, dass die Bananen dieses Siegel haben. Und BananenarbeiterInnen haben uns erzählt, dass wenn die dann irgendwie kommen, um diese Plantage zu begutachten, um das Siegel zu vergeben, dass dann irgendwie die melden sich vorher an. Das heißt, alle Leute ohne Arbeitsvertrag und alle irgendwie werden weggeschickt. Und an der Nachbarregion, da wird auf einmal Kalk gestreut, dann kriegen die Leute, die da sind, irgendwie Schutzkleidung auf einmal. Dann steht der Vorarbeiter immer neben denen, wenn Fragen gestellt werden, und dann ist es wieder weg und dann kriegen sie die Schutzkleidung wieder weggenommen und der Wahnsinn geht weiter. Und so läuft es halt. Und das ist halt, ja, das ist halt übelst. Richtiger Beschiss halt eben, ja. Ja, total. Gibt es da nicht irgendwie die Und Möglichkeit, dass man unangemeldete Kontrollen macht? das habe ich die auch gefragt und dann haben sie gesagt, ja, die müssen ja die Papiere rausnehmen. Sag ich, ja, Alter, dann müsst ihr ja zweimal kommen. Ja. Und also ich habe das wirklich eine von Rainforest Alliance gefragt, weil wir haben ja auch damit konfrontiert. Aber Ja. das ist wieder das Wort, ne? Konfrontiert. Fear. Konfrontiert, ja. Konfrontiert. So, jetzt habe ich es. Ja, aber es ist einfach unfassbar, dass sowas eben passiert. Und Ja. aber wie oft auch drüber weggesehen wird, ne? Das ist halt dieses, Ja, denn, ja, also du irgendwo, hast wir wollen ja. unsere Bananen günstig im Supermarkt haben. So, ich will meine Banane gut Ja, vor allem, die essen. dürfen noch keinen schwarzen Fleck drauf haben, also keinen schwarzen Punkt. Ne? Das ist ja manchmal so, dass dann, wenn du einen Ja. Vogel auf so eine Staude setzt, Ja. dass dann irgendwie die Schale so ein bisschen angekratzt ist und da ist ein schwarzer Punkt drauf. Und diesen Punkt möchten wir nicht. Das heißt, da war ich auch mal bei so einer Kontrolle, das war sogar bei Fairtrade-Bananen, das ist genau das Gleiche. Da werden ja die Container vollgeladen und da werden Stichproben gemacht. Und wenn du eine Kiste aufmachst und da ist auf einer Banane, auf einer Kiste ein Punkt drauf, wird die gesamte Reihe, das ist auch total Nee. cool, warum das, wird die ganze Reihe raus und das natürlich auf Kosten der Kleinbauern und Kleinbäuerinnen. Ne? So, also das Die da und nichts mehr davon so verdienen, ne? Nichts davon haben. ganz genau, so, das wird Alter. dann aussortiert, weil wir damit nicht leben können. Also, Das ist so aber krass. es ist bei mir in den Playlists irgendwie so ein kleiner Film aus Ecuador auf kulinarisch-solidarisch zu finden. Wen das interessiert, der kann einmal gucken. Ja, aber was ist denn. Oder nee, anders gefragt, welche Rolle spielt Lidl denn dabei? Da habe ich ein Video von dir gesehen. Ja, das war also Lidl. Es ist so, dass Oxfam, diese Menschenrechtsorganisation, die bringen jährlich einen Supermarktcheck raus. Das heißt, da werden die großen Supermarktkonzerne auf Transparenz, auf Nachhaltigkeit, auf Menschenrechte und so weiter, an Lieferkette und so,
bewertet und geguckt, und da hat irgendwie vor ein paar Jahren Lidl total schlimm abgeschnitten, und deswegen haben wir dann da Aktionen gemacht von Oxfam, das heißt so Aufrufe, dass die Leute einfach an der Beschwerdestelle anrufen und die wirklich fragen wollen, wie sieht es denn aus mit euren Menschenrechten und wo, erklär doch mal, und wie geht es denn den Leuten so, dass da wussten wir, dass die Leute am Telefon das nicht wissen, aber ne, Ja. das soll ja, das wird ja dann weitergetragen in den Konzern. Und solche Geschichten. Und Lidl hat aber einen ziemlichen Sprung nach vorne gemacht. Also ich will sie jetzt nicht freisprechen von einem Übel, aber die haben, so viel ich weiß, eine große Nachhaltigkeitsabteilung mittlerweile, die komischerweise auf ihrer Agenda genau die Punkte hat, die NGOs wie Oxfam und andere kritisiert haben. Und das finde ich einen echten riesen Erfolg. Ja, Und total. wer jetzt nach dem letzten Supermarktcheck echt hinten dran hängt, ist Edeka. Und Hinten dran meinst du, also eher unten meinst du? ja, unten. Okay. Genau. Also Lidl führt jetzt die Tabelle an. Da sind immer nur noch bei, keine Ahnung, sechs. Muss man mal gucken. Aber man kann sich diese Studien auf der Oxfam-Seite angucken. Ich habe mir das natürlich alles nicht gemerkt, dafür bin ich platt. Ja. Ja, ist gut. Aber ich glaube, das sind schon irgendwie 56% im positiven Bereich sozusagen. Und naja, jedenfalls, ja, aber wie war die Frage? Wie eigentlich beantwortet, oder? Nee, die Frage war eigentlich nur ursprünglich, welche Rolle Ja, Lidl dabei Lidl, was war spielt. Und los? dann habe ich Achso, ja. nochmal nachgefragt mit Edeka. Ja, dazu können die aber noch Folgendes sagen. Diese großen Supermarktkonzerne, ne? Ja. Für die ist die Banane so eine Art Eckpfeilerprodukt. So wird das genannt. Und Okay. zwar wollen sie eine günstige Banane anbieten. Mein Angebot ist ja manchmal 66 Cent ein Kilo Bananen oder sowas. Also totaler Wahnsinn. Müssen wir mal ein Kilo Äpfel kaufen, was du dafür zahlst. So. Und die machen das deswegen, weil sie über die Banane die Leute in ihren Laden kriegen wollen. Sie wollen da günstiges lesen. Eine Anzeige günstiger Bananen, gehen dahin und hoffen dann, dass der Resteinkauf da auch noch erledigt wird. Das ist eigentlich eine Marketinggeschichte. Ja. Aber dann frage ich mich doch, warum zahlen Sie das nicht aus Ihrem Marketingbudget, wenn Sie das machen wollen, sondern machen das auf dem Rücken der BananenarbeiterInnen? Und das ist halt das, was wir denen vorwerfen. Aber krass, sind Bananen so beliebt bei den Deutschen? Das zweitbeliebteste Obst, ja. Nach dem Apfel wahrscheinlich. Ja, genau. Okay. Hätte ich gar nicht so, also klar mag ich auch eine Banane oder so, aber ich würde jetzt nicht, weil eine Banane irgendwo günstig ist, da extra einkaufen gehen und sagen, irgendwie. Banane wird jetzt wo wir auch viel mehr fleischlos bzw. vegan kochen, wird Banane teilweise echt ein wichtiges Produkt, gerade so was Backen angeht, weil du wirklich diese so eine überreife Banane super als Eiersatz nehmen kannst, einen Waffelteig oder einen Kuchen oder so. Voll Ja. gut. Okay. Ja, krass. Aber warum genau setzt du dich denn dafür ein? Was ist so dein Background, dass du sagst, Also, ich bin bei Oxfam, ich bin dabei? ich glaube, ich habe ein recht ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden, zumindest bilde ich mir das ein. Irgendwie geht, also ich habe mal so überlegt, was eigentlich so mein grobes Thema ist, weil ich immer feststelle, dass so alles ineinander greift. Und das sind, glaube ich, Menschenrechte. Also, und da geht es natürlich um Menschenrechte, ne? Also, ne, sich für ein Lieferkettengesetz einzusetzen, dass irgendwie unsere Firmen quasi eine Sorgfaltspflicht haben, über die Produkte die sie importieren. Und dann, was mir halt auch, also was ich, wo ich immer noch kopfschüttelnd davor stehe, ist, dass wir Leute im Mittelmeer absaufen lassen. Und wenn man sich nur überlegt, dass es da Leute gibt, die aus ihrem Zuhause fliehen müssen. Und das hat ja entweder die Gründe, dass sie mit wahrscheinlich sogar mit von uns exportierten Waffen irgendwie in Kriegssituationen sind, oder aber durch genau solche ausbeuterischen Geschichten wie bei der Banane. Das kannst du ja eigentlich eins zu eins sehen. Ich hätte gar nicht direkt darauf fliegen müssen irgendwie. Das war halt wirklich sehr plakativ. Aber genau diese Schemata hast du halt irgendwie bei ganz, ganz vielen Industrieprodukten oder auch Obst und Gemüsen und so. Und weißt du, wenn wir den Leuten, damit es uns besser geht, irgendwie die ausbeuten und denen, sagen wir mal, die Lebensgrundlage klauen und die deswegen sich in einen Schlauchboot setzen müssen oder sich da sogar rein
zwingen lassen müssen, aufs Mittelmeer geschubst werden und dann hier irgendwie am liebsten an den Grenzen wieder erschossen werden sollten. Das sind ja alle so diese Sachen, die so kursieren. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Und deswegen habe ich damals, der Harald Höppner, der Sea-Watch gegründet hat, der war irgendwie in einer Fernsehsendung eingesagt, das war 2015, und hat irgendwie von seinem kleinen Sea-Watch-Boot berichtet, wo sie Leute im Mittelmeer aufgespürt haben und dann SOS abgesendet haben, damit die gerettet werden. Mhm. Und da war irgendwie, das fanden wir so geil, und ich hatte damals ja noch mein Restaurant, wir haben die dann irgendwie angeschrieben, haben gesagt, ey, wenn ihr wiederkommt, ist es so, so großartig, wir laden euch alle ins Restaurant ein. Deswegen habe ich die dann auch alle persönlich kennengelernt, oder viele von denen. Mhm. Aber wir selber waren nicht dabei. Und wenn eigentlich haben ja alle geglaubt, dass dann irgendwie Europa eingreift und sagt, ja scheiße, stimmt, wir lassen da Leute ersaufen, dann müssen wir jetzt mal was tun, da müssen wir die jetzt mal retten. Das ist ja nicht passiert. Das ist ja alles auf, es wurden dann ja immer mehr NGOs, die dann teilweise festgesetzt wurden. Ein Kumpel von mir, hat gerade vor Gericht gesessen in Italien und drohten 20 Jahre Haft, weil er Menschen gerettet hat aus dem Mittelmeer. Das war der Kapitän von der Juventa. Mhm. Das ist zum Glück jetzt eingestampft, das Verfahren. Das ist irgendwie das niedergelegt. Aber irgendwie, das sind Sachen, und die hängen dann halt auch wieder genau mit diesem Punkt zusammen. Ne? Aber das hängt dann auch wieder, dann kommen wir wieder zum Thema Lebensmittel. Es gibt zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal, kulinarisch-solidarisch, gibt es eine Sendung, die Folge 10, wo wir Containern waren. Da sind wir losgegangen und haben irgendwie Sachen aus dem Müll, aus den Mülltonnen geholt. Mhm. Und da haben wir jetzt, das erste Punkt war, dass wir einen Herrn mit einem Rollator getroffen haben, der sich an Pfingsten seine Weintrauben aus dem Müll geholt hat. Irgendwie, den haben wir natürlich nicht gefilmt. Das haben wir zwar thematisiert, aber nicht gefilmt aus Gründen. Und dann waren das eigentlich alles Lebensmittel, die schon unter prekären Umständen produziert wurden. Also Spargel, Erdbeeren, Fleisch, Blumen, Ananas, Bananen ohne Ende und so weiter. Trauben, also alles die Sachen, die wirklich irgendwie eine fragwürdige Geschichte haben, was Menschenrechte angeht oder auch die Umweltbelastung angeht. Und dann haben wir dann irgendwie aus diesen Sachen, die wir kurz haben Spargelsalat gemacht, haben Obstsalat gemacht, Obstspieße gemacht, Bananen haben wir eingefroren, Eis gemacht und sind ins Herz-Ass gefahren. Das ist eine Anlaufstelle für Obdachlose. Und da waren halt auch sehr, sehr viele obdachlose Menschen, die halt geflüchtet sind. Ne? Also, und vielleicht sind die, also die haben sich dann total über die Sachen gefreut. Das heißt, dann haben wir die Sachen, weswegen denen womöglich geflohen sind, weswegen die geflohen sind, die haben wir denen irgendwie aufbereitet und die haben sich total gefreut darüber. Das ist so krank und so absurd. Und wenn du noch dazu siehst, was da alles an Lebensmitteln weggeschmissen wird. Ne? Als wir die Sendung gemacht haben, immer recherchiert. Wenn du eine Agrarfläche vorstellst, der Größe von Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland zusammen, ja, wenn das alles eine Agrarfläche wäre, entspricht das der Menge an dem, was wir wegschmeißen. Das ist irre, ne? Verursacht 48 Millionen Tonnen CO2. Ja. So. Und deswegen hängt das alles zusammen. Hängt alles zusammen irgendwie. Und wer sind diejenigen, die am meisten dagegen wettern, die von Klima geschönt nichts haben wollen, die keine von Klima Dingenskirchen nichts wissen wollen und die irgendwie keine MigrantInnen haben wollen? Irgendwie, das sind wieder die Rechten. Das heißt, das ist eine total große Gefahr. Also, ja, wo du jetzt gerade auch bist, gerade eben bei diesem Thema Politik und eben der politischen Lage in Deutschland, wenn du siehst, wie die AfD an Wählern zunimmt und alles so. Ich meine, was macht das mit dir? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, da ist sehr, sehr viel auch in der Kommunikation von politischer Seite aus auch falsch gegangen. Also viele übernehmen ja genau diese ganzen rechten Themen, weil sie glauben, dass sie damit die Wähler wieder zurückkriegen könnten, anstatt wirklich
ihrer Agenda zu folgen und irgendwie menschenrechtswürdige Agenda zu verfolgen und nicht auf MigrantInnen, auf Bürgergeld und auf allen möglichen einzuprügeln. Und das ist so mal das eine. Und man sich ja auch wehrt, irgendwie mal über ein AfD-Verbot nachzudenken oder das mal irgendwie anzuschubsen. Also auf der einen Seite, klar, werden die deswegen nicht weniger, aber sie verlieren halt an Salonfähigkeit, meine ich. Und vor allem können wir doch, weißt du, wenn wir eine Demokratie haben, können wir doch nicht irgendwas tolerieren, was diese Demokratie zerstören will. Und zwar ganz offen. Ja, ich verstehe es auch nicht. Das ist total absurd, ne? Das ist total absurd. Und deswegen, ja. Deswegen, ja, Forso gegen rechts, was geht. Ja, ich bin auch gespannt, also wie die Entwicklung wird und alles, ob es jetzt wirklich ein Verbot gibt, ob es durchgesetzt wird. Und man kann es nur hoffen. Aber ich weiß nicht, ich bin ja viel im Internet unterwegs, ne? Du, glaube ich, weniger, hast du ja gesagt. Manchmal. Ja, wenn du da so Social Media anguckst und da verschiedene Videos und die Kommentare darunter, es ist oft einfach zum Kopfschütteln. Und gerade in diesem Bereich online wird einfach viel zu wenig auch gemacht an Aufklärung und dagegen. Das nutzen halt die ganzen rechten Leute halt eben, ne? Es ist nicht nur Aufklärung, das ist ja auch dieses Streuen von absoluten Falschaussagen, Falschmeldungen. Das geht ja schon los mit irgendwie Leuten wie Linnemann, der irgendwie Fantasiezahlen in den Raum wirft, weil er irgendwelchen Leuten, die nicht arbeiten wollen, das Bürgergeld streicht oder keine Ahnung. Also das gibt es ja andauernd. Ist ja egal, wo du hinguckst. Irgendwie. Das ist ja permanent. Und also, tja, schwierig. Ja, ich finde auch so. Es müsste im Prinzip irgendwie einfach härter sanktioniert werden, weil das ist einfach. Es geht halt nicht, ne? Du kannst ja nicht Leute manipulieren in dem Sinne. Wir können einfach, wenn wir unsere Demokratie so hoch feiern, dann ist das ja gut. Also ich finde ja auch das Grundgesetz richtig gut und ich finde das ja alles sehr, 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 sehr schützenswert. Aber wir können doch nicht irgendwas zulassen, was genau das gefährdet. So, und das Schlimme ist, dass irgendwie der andere rechte Parteien wie die CDU zum Beispiel auch sich den immer mehr annähern. Ja, das ist das Dramatische, nur um auf Stimmenfang zu gehen, wie du erwähnt hast, ja. Ja, vielleicht nicht nur da. Also manchmal glaube ich auch, dass das nicht nur Stimmenfang ist, sondern ja, gut. Dass das auch innerste Überzeugung ist von manchen. Also wir hatten ja mit Frau Merkel, kann man ja über sie sagen, was man will, aber die war ja nun keine typische CDUerin. Ja. Naja, die hat eben was da getan, ne? Das wird ja immer noch nachgehalten. Dass sie so ausländerfreundlich war, geht ja gar nicht und so. Ja, die hat auch ganz viele Fehler gemacht und alles Mögliche, aber auf alle Fälle ist sie halt bestimmte Märzkurse ist sie nicht mitgegangen. Nein. Okay, so das ist quasi die aktuelle politische Lage. Ja, das ist fertig jetzt. Also das ist fertig, also ein spannendes Thema, könnte man du ewig hast drüber. Könnte, ja, nee, absolut. Ist auch richtig so. Man könnte halt auch ewig drüber reden, das ist halt das Ding. Sollte man vielleicht sogar auch, aber wir wollten jetzt noch einen Bourbon trinken. Wir trinken. Ist das dein zweites Glas? Nein, hallo, ich nipp da dran. Ich hab ja, doch, das zweite, so gesehen ist es das zweite. Also, ja, okay. Ja, ist gut. Ich muss ja gucken. Nee, ich muss ja gucken, welche Fragen ich stellen kann. Ich passe das ja dem Pegel an. Ich passe meine Fragen dem Pegel an. Ah, okay. Das ist was Einfaches. Nee, aber. Was glaubst du denn, was wir alle tun könnten zum Thema, erstmal zum Thema Nachhaltigkeit, gerade in Bezug auf die Bananen und auf die Lage der Bauern eben in anderen Ländern? Was ist so das Einfachste, wo du sagen würdest, das kann man machen? Also das Einfachste ist, sich auf alle Fälle zu informieren und sich dann, also weißt du, das Ding ist ja auch, wenn ich jetzt sage, kauft nur im Bioladen und nur Fairtrade ein und so, selbst im Bioladen hast du ja viele Sachen, die nicht Fairtrade sind, aber so das wären auf alle Fälle schon mal Signale, aber es gibt ja auch sehr, sehr viele Leute, die ja gar nicht das Geld haben, dass sie klar, es ist immer eine Prioritätenfrage, aber viele Leute können sich es einfach nicht leisten, so die sind dadurch, dass sie halt im Armutsbereich leben, quasi denen wird verwehrt, sich moralisch und ethisch korrekt. Genau, die haben ja gar nicht die Chance dazu. Genau. Und deswegen finde ich das ein bisschen schwierig, aber das ist eigentlich ganz besonders ein Grund für die, die sich leisten können, das erst recht zu machen. Und also grundsätzlich finde ich, das gilt ja, ne, da geht es ja wieder, also sich an der Demokratie beteiligen, also sich, also von wegen, ich bin unpolitisch,
Möchte ich am liebsten. So. Interessiert mich nicht. Ist Politik niemand interessiert mich sowieso, nicht. es ist niemand unpolitisch. Und ich finde, da haben wir auch eine, wir haben eine Verantwortung auch den folgenden Generationen und unseren Mitmenschen gegenüber. Und wenn wir uns da einsetzen, im Prinzip ist es eigentlich fast egal, wo du dich einsetzt, ob du da irgendwie bei Oxfam jemand wirst, der auf Konzerten Dinger unterschreibt oder ob du irgendwie auf dem Biohof arbeitest, um das zu fördern oder egal, aber so mach dir Gedanken und versuch danach zu handeln. Ne? Also mit wie vielen Leuten, ich muss mir ja selber auch in die eigene Nase fassen. Ich habe ja auch ein Auto, mit dem ich fahre und manchmal hätte ich auch Fahrrad nehmen können, aber ist wieder der innere Schweinehund zu voll. Also es ist auch ein Prozess. Ne? So. Oder wir können alle weniger Fleisch essen. Das versuche ich auch. So ganz auf Fleisch verzichten. Weiß ich gar nicht, ob das, wenn da nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob ein totaler Veganismus, ich glaube, das ist eine Utopie. Und wenn wir aber, also was ich zum Beispiel toll fände, ne, wenn man, es gab doch irgendwo mal die Grünen, die einen Veggie Day gefordert haben. Und daraufhin haben sie einen derartigen Shitstorm gekriegt. Was ich mir so wünschen würde, ist, dass eigentlich wir diesen Veggie Day oder vielleicht sogar ein komplett fleischfreies Essen in den Kantinen einfordern, nämlich um unseren nachfolgenden Generationen noch eine lebenswerte Welt zu hinterlassen, zum einen. Und zum anderen, wenn wir das denn wollen und zu Hause vielleicht auch gar nicht hinkriegen, kann ich ja verstehen, du kommst von der Arbeit und dann musst du dich mit einer komplett neuen Kochschiene auseinandersetzen. So, das ist gar nicht so richtig leicht. Aber wenn du dann irgendwie wenigstens bei der Arbeit schon fleischfrei isst, dann würde einfach der Fleischkonsum immens eingeschrumpft werden. Das heißt, das wäre einmal, wäre die Massentierhaltung weitaus weniger massig und wir würden was fürs Klima tun. Und mittlerweile gibt es ja auch wirklich echt gute Produkte aus dem veganen Bereich. Also, und da immer dieser Wahn irgendwie so, dass, also, dass die Leute empfinden ja vegan schon als giftig, so viele. Ja, Also, ja, dass ja. die essen ja besonders Sachen nicht, die vegan sind, obwohl sie früher gegessen haben. Nur was jetzt draufsteht, aber früher nicht draufsteht, was eh ein veganes Produkt war. Ja. Da komme ich nicht mit klar. So, und dann, so da würde ich mir wünschen, dass man. Ja, dass man da einfach so ein bisschen aufmerksamer dem Punkt gegenüber lebt. Ist das denn etwas, was du beim Catering selbst beobachtest, auch, dass der Trend eher zum veganen oder vegetarischen hingeht? Also das war tatsächlich sogar früher, als wir vor 30 Jahren angefangen haben, hatten wir schon eine viel höhere Population an Vegetariern, Veganern, noch nicht ganz so, als sonst im Rest der Bevölkerung. Also du hast im Restaurant zum Beispiel, wenn du da ein vegetarisches Gericht haben wolltest, dann haben die Köche sich am Kopf gekratzt und haben gesagt, okay, dann machen wir eine Gemüseplatte mit einem pochierten Ei und Hollandaise. Und dann, das war dann das, das haben wir auch im Steigenberger. Das war auch das vegetarische Gericht im Steigenberger. Also das war das Einzige. Ja. Aber so, also das auf, da gibt es schon viel. Also ich stelle mal wieder fest, da wo die Crews sehr, sehr jung sind, ne? Die sind, da sind ganz viele ganz offen für veganes Essen. Also die bestellen auch einfach, und wir machen das zum Beispiel auch so schon immer, dass wir zwei Schauteller anrichten im Catering. Das heißt, man kann sich das zwar durchlesen, irgendwie, was es gibt, aber man kann es auch angucken. Und dann haben wir es ganz oft schon gehabt, dass wir bärtige Trucker, die irgendwie nie am Stück Fleisch vorbeigehen würde, das soll lecker aus, was ich haben. Und dann essen sie es und beim vorletzten Bissen haben sie dann festgestellt, dass ja gar kein Fleisch da war, aber dabei war, aber es ihr trotzdem geschmeckt hat. Und was wir jetzt auch machen, ist, dass wir die, also wir machen das nicht mehr so, dass wir die vegetarischen und veganen Gerichte kennzeichnen, sondern wir machen es umgekehrt. Wir kennzeichnen die Fleischgerichte oder Fischgerichte mit zwei Ausrufezeichen, die vegetarischen mit einem und alles andere gar nicht. Und du musst ja nicht jemanden vor etwas warnen, was nicht auf seinem Teller ist, was er auch mag, das Ja, erholen. ja. So, und eigentlich finde ich auch zum Beispiel, weißt du, wenn du jetzt so Bio Gemüse hast, Bioprodukte hast, ne? Normalerweise muss ja bei jedem zumindest weiterverarbeiteten Produkt haarklein draufstehen, was drin ist und überhaupt, ne? Aber bei einem
bei einer konventionellen Paprikaschote, die Pestizid belastet, es muss nichts draufstehen, aber zertifiziert oder gekennzeichnet ist die Bio-Paprikaschote. Das Wow, ist eine total ja. verkehrte Welt. Das heißt, wir haben uns eigentlich schon damit abgefunden, dass es normal ist, vergiftetes und beim Fairtrade genau das gleiche oder menschenrechtsbelastetes, belastete Produkte zu kaufen und nicht umgekehrt. Also das ist so, das ist absurd. Klar kannst du nicht damit werben irgendwie. Ja, Hier, voll die Gifte drin in dieser Paprika, dafür schon billig. aber richtig merkwürdig, jetzt wo du sagst, denkt man das erstmal drüber nach. Ich habe wirklich auch nie darüber nachgedacht. Man nimmt es einfach so hin. Und gerade dieses Vegane, das überall gehst du im Supermarkt hin, dann steht da das grüne V drauf oder irgendwas, ne? Aber auch das könnte eigentlich genau andersrum sein, dass du einfach Dinge mit Fleisch eben markierst, ne, wo Tier Ja, drin ist. genau. Das ist so, Das würde ich warum eigentlich? begrüßen. Also das, Ja. ich habe mal mit angefangen. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch. Ja, vielleicht find's Nachahmer. Warum nicht? Also, jetzt wo du sagst, es ist viel logischer, wenn man es andersrum sehen würde. Ja. Du hast jetzt vorhin ein paar Mal kulinarisch solidarisch erwähnt, deinen YouTube-Kanal. Erzähl doch mal darüber. Ja, was ist der Kanal? Was macht ihr Naja, wir so? haben Und eigentlich es war halt während Corona, wo wir alle Langeweile hatten irgendwann und haben auch Leute dann Twitch-Kanäle gegründet. tatsächlich. Ja. Oh, vielleicht du? Weiß man nicht, ja. Man weiß es nicht. Ne? Nein, das war eigentlich auch ganz geil in der Zeit. Man hatte so Zeit und irgendwie keinem ging es so richtig ums Geld und so. Also man konnte da ja schon irre Sachen machen irgendwie. Es war eigentlich schon eine ganz geile Sommerzeit, wenn ich ganz ehrlich bin. So, das Ja. Böse aber kam dann irgendwie später, als man dann gesehen hat, was das alles zerstört hat. Irgendwie, also rein personell zum Beispiel, das sage ich als Unternehmer jetzt. Ne? Aber nee, dann haben wir den gegründet und dann irgendwie sagte ein Kumpel von mir, ja, lass doch mal irgendwie komm, lass doch mal so Kochvideos machen oder so und können wir auf YouTube hochstellen und sage ich, ja, Kochvideos ist viel langweilig, man sagt alle und überhaupt. Und dann ist es ja auch so, dass ich so, sagen wir mal, ich koche ja immer noch gerne alles, aber das ist jetzt mein Hauptaugenmerk auf die Welt, sondern das ist ja viele andere Sachen. Und dann dachte ich, okay, aber wenn wir das machen, dann möchte ich gerne irgendwie das nicht so ganz umsonst machen. Dann möchte ich gerne zumindest aufmerksam machen auf irgendwas. Und dann haben wir das kulinarisch-solidarisch genannt und jedes Gericht, was wir da gekocht haben, sofern wir das Sendung war, wo wir gekocht haben, haben wir dann einer bestimmten NGO oder guten Leuten, die sich für irgendwas einsetzen oder irgendwie sowas gewidmet und kurz darüber was erzählt. Oder wir hatten zum Beispiel den Micha Schwickert von United for Rescue und früher von Sea-Watch dabei, irgendwie, der dann erzählt hat von den Sachen, mit denen die zu kämpfen haben und so. Und so ist es eigentlich entstanden. Und da war zum Beispiel Sebastian Gumbiegel war mal zu Gast oder die Jess, eine Sängerin, die irgendwie auch bei Jan Delay singt, bei den Beginnern im Background singt. So einige Leute, das wird das eigentlich, das haben wir so wenig Zeit, aber eigentlich wird Zeit, dass wir wieder eine neue Sendung machen. Soll auch passieren. Ja, dann haben wir halt einmal diese Sendung gemacht mit dem Container. Das war eigentlich unser erster Außendreh sozusagen. Und manchmal machen wir auch Sendungen in der Strafbar. Ich habe mal meine kleine Bar. Ne? Also auf der Toten Genau, Hosen die müssen auch Tour noch erwähnen, die strafbar, ja. ist ja eine Strafbar entstanden und das ist ja so mein kleines Baby, weil ich habe jetzt ja irgendwie ja wirklich die richtig schön gemacht, richtig toll gebaut mit einem Regal hinten und überhaupt. Und die stand zum Beispiel auch im Backstage vom Rock am Ring und bei solchen Geschichten und hat den Leuten Drinks gemacht. Und das hat ganz, ganz, das war total toll. Das hat nämlich auch ganz viel Stress abgefedert, weil so viele Leute denn, auch wenn habt ihr noch das, könnt ihr noch das haben. Die sind dann in die Bar gegangen, haben sich einen Drink machen lassen und es war super. So. Nein, auf alle Fälle, diese Bar, die ist halt vielseitig einsetzbar. Also nicht nur auf Tour, sondern da kann man sie buchen und Partys feiern. Das ist das eine, aber zum Beispiel steht sie auch mal im Backstage in Jamel. Kennst du das Jamel, der Rock den Förster Festival in Nee. Mecklenburg-Vorpommern? Das ist dieses Dorf, wo nur Nazis wohnen, Ah, außer die doch. Lomonis. Ja, doch, 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 doch. Genau. Und die machen da ja einmal im Jahr ein Festival und lassen in ihrem Garten Bands spielen, um Zeichen gegen rechts zu setzen. Ja. Und da bin ich jetzt letztes Jahr und dieses Jahr auch bald wieder auch dabei und stehe dann da auch bei denen im Garten mit meiner Bar und mache Drinks. Und das ist dann auch so Dankeschön an die ganzen freiwilligen Helfer und Helferinnen, die dann dabei sind. Und dann hatten wir die Bar, die war zum Beispiel auch irgendwie schon auf der Bühne im Knust, als wir so Soli-Veranstaltungen hatten für die Juventa oder auch für CI. Und dann konnte man von da aus wunderbar moderieren. Dann haben die Bands gespielt und dann konnte ich mit meinem Mexikaner, mit meiner Roten Hilfe da rumgehen und die
die besoffen machen, während sie spielen, und konnte ins Publikum auch noch welche bringen und habe dann noch Spenden generiert und so. Also so halt. Ne? Das ist das halt bei Moderationspunkt. Mit dem Kuppel war ich, der hat eine Lesung gemacht, da war sie dabei, da war ich quasi als Sidekick von seiner Lesung dabei, mit der Bar zwischendurch einen Drink gemacht und das Ganze aufgelockert war. Total tolles Format, das wollen wir auch weitermachen, so in dieser Art, weil das wirklich gut funktioniert hat und total gut ankam und total kurzweilig war. Ja, das ist die Strafbar, das ist daraus geworden. Und deswegen finde ich auch so, das Leben geht halt weiter. So. Deswegen ist das Getränke machen, ist ja auch irgendwie kochen. Ja, total. Aber das heißt, diese Strafbar ist aber an sich eine mobile Bar, die ihr irgendwo dann eben aufbaut und die dann, stehst du dahinter oder einfach Mitarbeiter? Ja, da stehe ich hinter. Da bist du dann dabei, persönlich? Da bin ich dabei. Okay. Also mal gucken, wie das weitergeht. Auch nicht auszuschließen, dass das irgendwann mal so viel gebucht ist, dass ich da hinterstellen muss. Aber meistens stehen wir auch zu zweit dahinter, wenn wir das zu tun haben. So. Apropos, wo du jetzt gerade buchen sagst, ne? Die Rote Gourmet-Fraktion, kann die jeder buchen? Also klar, theoretisch kann die jeder buchen, wenn er eine Band hat und auf Tour geht. Okay, man braucht schon eine Aber Band. Aber das sagt sich ja vorhin schon, dass wir andere Sachen nicht machen. Ich mache ausschließlich Tournee-Catering, weil ich sonst irgendwie mich verzettel. Also sonst verbaue ich mir halt die Touraufträge. Ja. Aber sagen wir mal so, es ist halt realistisch für ein Tournee-Catering sind so Arenentouren oder vielleicht auch Hallentouren. Clubtouren, das funktioniert schon wieder kaum mit Kate, zumindest mit uns, also da sind wir zu groß, also zu aufwendig mittlerweile. Okay. Wir gehen jetzt gleich ins Speed-Dating, da kriegst du viele schnelle Fragen noch von mir gestellt. Ne? Bevor wir da hinkommen, möchte ich von dir noch wissen, inwiefern denn dein Musikgeschmack, gerade so Richtung Punk, auch deine Gerichte beeinflusst. Gibt es da so Dinge? Kann man punkig kochen? Naja, also definier mal Punk. Also für mich ist halt, die Punk-Definition ist ja, wenn den Laber nicht machen mal. So. Und genauso koche ich halt auch. Also ich koche dann halt einfach. Und das insofern ist das Punk. Und über unkonventionell, also früher hieß es ja, oh, der Tellerrand gehört dem Gast, da darf nichts drauf. Und wir haben immer schön ordentlich irgendwas drauf geklärt, so als Dekoration auf dem Tellerrand. So. Insofern, wenn du das so willst, aber eigentlich, ja, Punk. Punk ist ja so ein sehr, sehr, sehr bemühtes Wort mittlerweile. Und deswegen finde ich auch, also ich finde es auch richtig, jeder darf seine eigene Definition von Punk haben. Und meine ist, auf alle Fälle einfach machen. Die Musik natürlich auch, klar, aber machen und nicht drüber nachdenken, weil sonst hätten wir auch diese Firma nicht gegründet. Also hätten wir viel zu viel drüber nachgedacht, was noch alles und was man noch beachten muss. Und das könnte das noch sein. Und dann irgendwann, wenn dann jemand nicht zahlt, dann steht der Christverzieher vor der Tür, ist alles eingetreten. Aber hätten wir uns da vorher drüber Gedanken gemacht, hätten wir es nicht gemacht. Okay, gut. Genau. An der Stelle, bevor wir jetzt eben rübergehen in den dritten Part, gebe ich meinen Gästen immer noch die Möglichkeit, zu den Themen, die wir jetzt besprochen haben, oder ihre Themen halt eben den Zuschauern oder jedes Zuschauerinnen oder die Leute, die gerade das Video schauen, was mitzugeben. Was möchtest du den Leuten mitgeben, die jetzt zuschauen? Ja, ich möchte ja nicht so der Oberlehrer sein oder so, aber eigentlich hatte ich es vorhin schon so gesagt. Irgendwie beteiligt euch an der Demokratie. So, ganz wichtig. Also ganz wichtig. So, macht was, stellt euch dagegen und macht, setzt euch ein und da, wo es geht und seid nicht still, seid nicht die schweigende Masse. Würde ich sagen, oder? Und erst mal was Leckeres und trinkt man einen schönen Drink. Sehr schöne Worte, okay. Dankeschön dafür. Dann gehen wir jetzt in den dritten Part. Es geht ja, da habe ich ein bisschen Angst vor. Das geht vielen so. Weiß gar nicht warum. Das sind eigentlich. Ich kann mich immer nicht entscheiden irgendwie. Das geht dann, wenn ich dann so Fragen gestellt kriege. Und ja, das ist, du hast schon Zeitdruck, ne? Das heißt, du musst das ja, Erste, was dir in den Sinn kommt, auch antworten und nicht lange überlegen. Und dann werde ich gar nicht, dann vielleicht stimmt das gar nicht, was ich jetzt gleich antworte. Bitte? Vielleicht stimmt das gar nicht, vielleicht lüge ich. Vielleicht lügst du auch, ja, oder vielleicht hilft auch der Alkohol, aber man weiß es nicht. Vielleicht. Genau, das kriegen wir schon hin. Meine Katze schreit hier rum. Und ich brauche meine Speed-Dating-Notizen hier. Meine Güte, warum hält das denn gerade nicht? Was ist denn? Das ist sehr Speed, was du da machst. Ich muss gleich selber speeden hier. Egal, ich halte es einfach meine Hand da ganz komisch gleich. So, ich mache eine Ansage, weil das Speed-Dating wird immer noch separat auf YouTube hochgeladen. Deswegen können wir auch hier gerade so eine ruhige Pause eben machen. Okay. Weil die Leute gucken ja auch gerne kurze Videos, ne?
Deswegen ist es mal ganz nett. Ich mache eine Ansage und dann starten wir direkt. So, ihr Lieben, herzlich willkommen beim Speed Dating. Und bei mir ist der liebe Ole Plockstedt zu Gast. Und du bekommst jetzt von mir, Liebe, jede Menge Fragen gestellt und beantwortest sie einfach so spontan und intuitiv Liebe. Wie möglich. Fühlst du dich bereit? Oh nein. Sehr gut, wir fangen trotzdem nein, fang an. Magst du Bourbon? Nein. Dein also nicht ja, aber es ist gesagt nicht. Wer trinkt denn Mais? Also wirklich. Dein Lieblingshauptgericht? Okroschka, das hatten wir vorhin schon. Das ist jetzt mein Hauptgericht. Okroschka, das ist diese ukrainische Suppe aus Kefir und Sauerrahm und Eiern und Dill und ein bisschen Gemüse. Was würde dir dabei helfen, in einer Zombie-Apokalypse zu überleben? Ich lebe in der Zombie-Apokalypse. Mit dir mal ein Interview zu machen. Okay. So, das würde mir helfen. Was ist deine größte Leistung in deinem bisherigen Leben? Oh. Muss ich mir jetzt selber auf die Schulter kloppen? Ja. Muss ich, ohne zu kleckern, mein Guinness eingeschenkt haben. Sehr gut. Dein Geheimtipp, wenn man ein Gurkenglas nicht aufbekommt? Einfach mit dem Glas, mit dem Deckel, kurz auf den Holzbrett schlagen. Wirklich, das geht total gut. Was hilft dir beim Einschlafen? Ich höre mir einen Podcast an. Ohne Scheiß. Okay, was hilft dir beim Aufstehen? Nichts. Da gibt's nichts, was mir hilft. Ich muss da durch. Okay. Ananas auf Pizza. Voll geil. Wer ist dein größter Fan? Ich habe nicht Fans. Ich glaube, ich habe gar keine Fans. Welches Gericht kannst du nicht mehr sehen? Oh, da gibt es einige. Das kann ich ja nicht mehr sehen. Pulled Pork. Also ich weiß erstmal ein Stück Fleisch zu verkochen, um es dann irgendwie auseinander zu fleddern und dann zu töten mit literweise Barbecue-Soße geht gar nicht. Was ist deine geheime Superkraft? Ich muss spontan sein, ne? Spontanität. Wie lebt man mit zwei eingegipsten Armen? Das hatte ich ja schon mal. Also es gibt da, es ist schwierig in vielen Alltagssituationen, aber man wird erfinderisch, wenn man sich nicht den Arsch von fremden Leuten abwischen lassen möchte. Was gab es heute bei dir zum Frühstück? Kaffee. Es gibt immer noch Kaffee zum Frühstück. Das dauert eine Weile, bis ich esse. Warum ist Essen so intim? Weil es einmal durch deinen ganzen Körper durchgeht und nicht nur so ein kleines Stück rein, raus, rein, raus, rein, raus. Was ist Junkfish mit Frankfurter Applaus? Junkfish mit Frankfurter Applaus ist eine würzige Tinktur, aufgezogen in einer Spritze, auf ein zart gegartes Stück Fleisch, Stück Fisch, und da wird hier reingespritzt, reingesteckt, und dann kann man sich quasi den Fisch von innen selbst marinieren. Das ist Junkfish. Wofür gibst du am meisten Geld aus? Scheiß. Für irgendeinen Scheiß. Nein, weiß ich nicht. Also ich gebe immer irgendwie, ohne wirklich aufs Geld zu gucken, irgendwie für irgendeinen Scheiß Geld aus, aber so richtig, dass ich für irgendwas ganz viel, wie andere Leute es für ihre Tätowierung ausgeben, ich habe nämlich gar keinen, ist das bei mir nicht. Also wahrscheinlich alles für meine Firma, für die Strafbar. Doch, ich glaube, für die Strafbar gebe ich am meisten Geld. Okay. Wie beschreiben dich deine Freunde in drei Worten? OLE. Der schon wieder. Und wie beschreiben dich deine Feinde? Och, der schon wieder. Gibt es ein Gewürz, das du gar nicht abkannst? Bestimmt. Muss ich echt überlegen. Also es könnte man darauf an, Gewürze sind ja immer, passen ja mit manchen Sachen. Also ich finde jetzt Zimt nicht so prall, aber geht. Vorhin sind Zimt, sind Franzbrötchen, ist auch lecker. Weiß ich nicht, ja. Vielleicht. Ich glaube, das hat auch seine Berechnung, aber Rosmarin ist jetzt kein Gewürz, das ist eher so ein Kraut, aber das finde ich schon sehr
derbe. Also das kann man so, was du in die Pfanne mit reinschmeißen, wenn du irgendwie ein Stück Fisch oder Fleisch oder irgendwas anderes anbrätst, aber jetzt auch Rosmarin und wenn dann noch diese ganzen Nadeln im Essen mit rumschwimmen, dann nee, das ist mir zu viel denn. Okay, dein bestes Konzerterlebnis. Mein bestes Konzerterlebnis. Das kriegt ihr aber nicht mit, ich bin immer hinter der Bühne. Okay, du hast, nein. Wie stellst du dir die perfekte Küche vor? Boah, selbstreinigend. Linke oder rechte Betthälfte? Na ja, rechte, nee, rechte Betthelfer, aber von vorne geguckt, das ist ja dann links. Ist das noch Punkrock? Was? Das ist dir überlassen. Ja, das geht mir nicht auf den Sack. Wenn du ein Fantasywesen sein könntest, welches wärst du gerne und warum? Was will ich denn? Was sind denn Fantasy? Also, weißt du, was ich am allerwenigsten mag? Ich gucke ja so schon keine Filme oder irgendwas. Und was ich am allerwenigsten mag, sind Fantasy-Filme. Das heißt, wenn ein Fantasy, dann wäre ich gerne Egon Olsen von der Olsen-Bande, wenn du das als Fantasy durchgehen lassen würdest. Okay. Eine Mordwaffe mit O. Fällt nichts ein? Mir fällt nichts ein. Ein Oligarch. Ich glaube, die haben ganz schön viele Leute auf dem Gewissen. Wie fühlt sich ein Quadrat in einem Kreis? Eingewürfelt. Morgen geht die Welt unter. Was machen wir beide heute noch? Mal so ein Handtuch suchen. Ja, Dein? dazu muss man, du hast es verstanden? Nee. Nee, dazu muss man die Paranoia der Galaxis sehen oder gelesen haben. Okay. Dein Lieblingstoten-Hosen-Song? Scheiße, hören die jetzt mit? Wenn ich ehrlich bin, habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Weil mein Lieblings-Tote-Hosen-Song. Wahrscheinlich irgendwas ganz Altes. Opel-Gang ist es auch nicht. Nein, weiß ich nicht. Also, da, nee, das kann ich spontan unmöglich beantworten, ohne. Ich sage ja, Speed-Dating ist nichts für mich. Das Okay, wir ist zu lassen es. spontan. Was bringt dich zum Lachen? Speed-Dating. Was bringt dich zum Weinen? Spontanität und Speed-Dating. Glückwunsch, Ole, du bist jetzt Weltherrscher. Was ist deine erste Amtshandlung? Oh, ich werde erstmal die AfD und Christian Lindner irgendwie, weiß nicht, zur Rechenschaft ziehen. Dieser Talk in einem Satz. War das schön? Und zum Abschluss dein Gesichtsausdruck, wenn das komplette Konzert Catering abgesagt wird. Nein, das stimmt gar nicht. Wahrscheinlich wäre es er. Hast du ihn eingefangen? Soll ich nochmal? Dankeschön, du hast es geschafft. Ein Glück. Hast du das Speed-Dating mit Bravour überstanden? Ja, ich kann mich doch mal nicht entscheiden und dann irgendwie Dann noch eine möchte man originell Entscheidungsfrage nach dem sein und dann fällt Lieblingshosensong, das ist mir auch, ne? das. Der Lieblingshosensong, also ich habe da tatsächlich nicht drüber nachgedacht. Ich weiß, also ich glaube, es gibt, also wenn ich jetzt nochmal nachlegen darf, ich glaube, Pushed Again ist ein Ja, sehr, ich sehr hätte es auch geiler gesagt. Hosensong. Ich hätte Pushed Again Pushed gesagt. Again, aber der ist ja gar nicht von Hosen, der ist ja von Tim, also der ist ja von TV Smith. Ah, okay. Ich hätte es aber auch Der TV als Smith geschrieben. Hosensong Und ich quasi finde genommen. auch einige Hosensongs, die Fanny Van Dammen geschrieben hat, großartig, aber noch großartiger. Ich kann nur sagen, wenn sie Fanny Van Dammen singt. Okay, ich werde es ihm nicht verraten. Okay.
Weil Campino Ja, nicht so oft miteinander reden. er wird es nur. Weißt du, das Ding ist ja, ich bin ja nicht gebucht bei den Hosen, um deren Musik toll zu finden, sondern ich bin ja gebucht, um lecker zu kochen. Ja. Ja, so ist das richtig so. Da muss man ja auch trennen, ne? Musikgeschmack und Nein, Catering. ganz erstmal, ich finde, die Hosen ist wirklich eine Band, die, also ich bin da, ich kann mich eigentlich nur in Lobeshymnen äußern, so ohne Scheiß und ohne zu schleimen irgendwie. Das ist wirklich, die sind wirklich so treu ihrer Crew und fair ihrer Crew gegenüber. Und das ist wirklich eine reine Freude, mit denen und auch deren Entourage zu arbeiten. Total. Ja, und das eben So. schon seit über 30 Jahren, ne? Deswegen krass. Auch dafür halt, ne? Okay, wir sind jetzt im vierten Paar. Das bedeutet für dich eigentlich nichts, aber für mich bedeutet das, ihr Lieben im Chat, Alles. ihr könnt, für mich bedeutet das alles. Für dich nichts, für mich alles. Ihr könnt jetzt dem lieben Ole, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne eure Fragen raushauen. Würde mich freuen, wenn ein paar Fragen kommen. Vielleicht habt ihr euch schon während des Talks welche überlegt oder sind irgendwie, ja, wo ihr gedacht hättet, über das Thema möchte ich gerne ein bisschen mehr wissen. Dann ist eben jetzt für euch die Möglichkeit. Genau, Sandra hat schon mal angefangen, aber wir sammeln erstmal noch ein bisschen. Vielleicht habt ihr auch noch eure Fragen, Fragen, Fragen. Dann frage ich und dann bekommt Ja, ihr Moment. Antwort. Vielleicht anfange ich sogar. Ja, aber ich kann ja für dich fragen, wie findest du Speed-Datings so? Es ist mein erstes Speed-Dating. Ich wusste vorher nicht, was das ist, wenn ich ehrlich bin. Also, ich dachte, das ist eher so, hat was mit Partnersuche zu tun. Speed-Dating? Nee. Ja gut, nach meinen Fragen suche ich ja dann auch meine Talkpartner quasi aus, ob ich dich dann nochmal einlade oder nicht halt, Ach ne? so, ich bin wahrscheinlich durchgefallen. Sowas von, nein, Quatsch. Nein, sehr sympathisch bisher, alles gut. Okay, wir gucken mal. Also, hier, Sandra fragt, Fragen für Ole. Erstens, was für Wuffels hat er? Was sind Wuffels? Genau. Was? Das musst du erklären. Zweitens, vermisst er wen, wenn du on Tour bist? Oder gibt es etwas, Ich was du jemanden vermisst, wenn du vermisse, on wenn ich Tour auf bist? Tour bin. Es ist tatsächlich so, also man mag mir das jetzt vielleicht, aber man ist auf Tour so unter Strom und ich habe, man, da passiert so viel hintereinander weg, da ist gar keine Zeit dazu, irgendwas zu vermissen. Aber natürlich vermisse ich meine Familie grundsätzlich und meine Tiere auch, meine Wuffels. Also ein Wuffel und oder unseren Hund und unsere beiden Katzen. Guck mal, das war mit der Frage gemeint, was für Wuffels du hast, was für Hunde. Ein Hund. Also früher hatten wir Galgos, das sind spanische Windhunde, Galgo Español. Ganz schlanke Dinger, die verhungert aussehen, aber gar nicht verhungert sind, aber dafür ganz schnell rennen können. Und jetzt haben wir so einen, den haben wir aus einer Tierrettungsstation aus Rumänien. Nike heißt sie und das ist so wie Herdenschutz, da ist alles Mögliche mit drin, so ein Riesenviech. Aber total klasse, total süßer Hund und sieht total gut aus. Er ist ganz weiß und hat aber so eine Augenklappe sozusagen und schwarze Ohren und total niedlich. Und die beiden Katzen, das sind so Balinesen oder wie heißen die? Also diese dunkelbraunen Katzen, die so total schmusig sind, die ist auch der Hammer. Und also die liebe ich total. Wie heißt dein Hund? Lieke. Lieke? Lieke. Also Lieke, wie, ja, wie, weiß ich nicht. Ich sage immer, das kommt, meine Frau sagt immer, das kommt von irgendwie was Positivem, irgendwie habe ich wieder vergessen. Und ich übersetze das immer mit von Liekendehler. Also, ja, Seeräuber. Okay. Vertebrate. So. Dritte Frage. Wenn du ein Werkzeug sein könntest, welches wärst du? Ein Werkzeug. Wahrscheinlich wäre ich ein Schweizer Taschenmesser oder sowas oder so eine Kombizange oder ein Lesserman. Ein Lesserman, Kochlöffel hätte ich ich jetzt wäre ein Lesserman. gesagt. Ein Kochlöffel? Ist das ein Werkzeug? Ja, aber da, ein Kochlöffel kannst du einen Stock nehmen irgendwie, das ist ja Wurst. Aber so, also ich wär dann halt sehr flexibel mit einem Lesserman. Da habe ich dann ganz viele Sachen dran, also je nachdem, was ich gerade brauche. Okay. Frage von Churchki. Wenn du abends keine Lust zum Kochen hast, ist es dann ein, was ist dann dein To-Go-Rezept? Oder Go-To-Rezept? Was Also ist schnell gemacht abends? schnell, wenn ich keine Lust zu kochen habe, das ist ja dann auch wieder Kochen. Also schnell, was schnell gemacht ist, ist ja immer, wenn du dir einfach so ein paar Nudeln al dente kochst und die dann mit ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Butter, ein bisschen Parmesan, dann kannst du noch Kapern, ein paar Tomatenwürfel oder so reinschwenken und das war's schon. Also das reicht schon, das ist schon total cool. Was aber auch richtig cool ist, ist, wenn du ein geiles Olivenöl hast und ein Stückchen Baguette und ein bisschen Tomate und ein bisschen leckeres Salz. So, damit könnte ich mich auch lange ernähren. Ansonsten
halt Kühlschrank auf und irgendwas. Ich hab Chips. Chips. Sind Okay. das Chips? Hast gerade gesagt, Kühlschrank auf und dann Chips? Nein, Kühlschrank auf und gucken Ach oder so. aber Chips. Ach Das ist so, mir okay. danach eingefallen. Das war Ja, der ey, Kind, der Kind. hätte ja sein können, dass du den Chips im Kühlschrank aufbewahrst, weil es irgendwas Besonderes mit dem Geschmack macht. Nee, auf keinen Fall. ist erstmal die Frage, ob du Kinder hast. Hast du Kinder? Ja, aber die sind keine Kinder mehr. Die Jüngste ist ja auch gleich 30 dieses Jahr. Okay, dann müssen wir die Frage auf früher beziehen. Wessen Essen finden deine Kinder besser? Das von dir oder von deiner Frau? Das von meiner Frau können sie gar nicht besser finden, weil sie kocht ja nicht. Okay. Das heißt, du bist der Koch auch immer gewesen zu Hause. Ja. Nein, sie hat da, also, nee, das war schon, ja schon, also manchmal hat sie auch gekocht, das war auch lecker, aber dadurch, das, also, das kann man so nicht beantworten, ohne meine Frau noch weiter zu diffamieren. Jane fragt, bleibt erfahrungsgemäß eher viel oder wenig übrig bei so Caterings? Ich denke mal, das, was die Leute essen, ne, auf an den Tellern, oder? Lebensmitteln. Auf den Tellern, also die Teller sind in der Regel total leer geputzt. Und dann haben und wir auf den Buffets, da gucken wir immer, dass wir lieber öfter die Schüssel nachstellen und Ja. dann die restlichen Sachen, die werden dann auch nochmal in kleine Schälchen gepackt und werden dann können noch die Aufbauhelfer oder irgendjemand essen. Also da kommt eigentlich nichts weg. Und wenn wir kochen, ich hätte das ja vorhin schon irgendwie gesagt, unser System, dass wir wirklich irgendwie unser Mise en place in Rubriken machen und dann gucken, dass wir die Sachen wirklich alle weiterverwenden und dass wir ja aufpassen, dass wir wenig wegschmeißen. Also es hat mir mal einer unserer Köche hat mal gesagt, der hat mal irgendwann mal bei einem englischen Caterer irgendwie ausgeholfen oder so. Und der rief mich danach an, völlig entsetzt, und sagte, Ole, du kannst dir gar nicht vorstellen, was die an einem Tag wegschmeißen. Das schmeißen wir eine ganze Tour nicht weg. Und da bin ich, das ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass wir da so ganz gut mit umgehen. Und da bin ich auch so ein bisschen froh drüber, dass uns das gelingt. Ja, ist das denn auch so, dass man sich vorstellt, wenn ganz viel übrig ist, dass die Mitarbeiter sich einfach was einpacken und zu Hause essen? Naja, zu Hause gibt es ja in dem Moment nicht, weil wir Ja, ja auf gut, Tour sind. für Also später so, halt, das ist ja, ja. und im Bus haben wir Schnitten. So, und also so ist es. Aber das kommt schon mal vor, dass jemand sagt, oh, das ist lecker, kannst du mir davon aber was zurückhalten oder lieber so, ne? Oder lassen. Anders gefragt, dürfen die davon mitessen? Wer? Deine Mitarbeiter, wenn Wer? die austeilen und Achso, meine so. Mitarbeiter. Also meine Mitarbeiter gehören genauso gleichberechtigt zur Crew wie der Soundmischer, wie der Merchandiser, wie der Tourleiter, wie der Sänger, wie alle anderen. Also Ja, da okay. machen wir, ja genau. Also meistens setzen wir uns nicht hin, weil wir dann so in der Küche irgendwie essen und dann da gar nicht die Ruhe für haben. Aber wenn wir die Zeit haben, setzen wir uns natürlich auch hin und essen auch. Ganz klar. Ja. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, nö, nö, ihr seid ja nicht dafür, ihr seid für die anderen da und ihr esst nicht mit, ne? Was sollen die essen den ganzen Tag, wenn ich mit denen unterwegs bin? Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich ein bisschen was einspacken. Ich weiß es Nein, nicht. nein, die sind, also die zählen ganz genau zur Crew. Ja, Also, ne, die finde ich auch haben auch richtig ein so, Bed ist and auch Night menschlich, Manager, die ja. kriegen auch ein Hotel und ein Day Off und so. Und Na. genau. Okay. Dann war die Frage im Anschluss noch danach, gibt es irgendwelche Tricks, um das zu reduzieren, also das, was übrig bleibt? Oder wie bleibt am wenigsten übrig vom Essen? Also, ich mache mir zum Beispiel, wenn ich koche, immer schon mal Gedanken, wenn da was übrig bleibt, was kann ich denn daraus wieder machen? Und manchmal mache ich auch bewusst mehr, weil ich weiß, ah, das ist eine gute Basis dafür, das kann ich dann morgen dafür verarbeiten. Insofern ist das eigentlich so, man muss das ganzheitlich sehen. Also klar muss man aufpassen, dass man nicht übermäßig einkauft und Sachen dann deswegen vergammeln, das ist ganz klar. Und was übrig bleibt, da gibt's. Und das finde ich auch toll. Also da entstehen teilweise auch wirklich gute Gerichte draus aus den übrig gebliebenen Sachen. Oder das ist ja eigentlich sogar in der klassischen Küche so. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel den Hamburger Pfannfisch nimmst, das ist ein klassisches, kennst du das? Das ist Nee. so ein Gericht mit Selbstsoße, Bratkartoffeln und Fisch. Und es geht eigentlich so, dass du Bratkartoffeln brätst und dass du dann den Fisch da rein tust und anbrätst und dann wirklich einen Schlag Senf raufhaust und das einschwenkst und dann nochmal eine Senfsoße und das zusammenschwenkst. Sieht total hässlich aus, schmeckt aber phänomenal. Und dieses Gericht ist damals entstanden, weil man Fischreste hatte und man hatte noch nicht so die Kühlmöglichkeiten. Und bevor die da, also als wenn die dann gammeln, hat man die dann halt irgendwie mit ganz viel Senf geballert. Damit man das alles nicht mehr so schmeckt und das ist auch irgendwie so, ich glaube, das ist der Senf selber, der hilft auch dabei, dass du nicht umkippst dann. Ne? Und so ist dann halt dieses klassische Gericht entstanden, ne? Also quasi aus einer Not eine Tugend gemacht sozusagen. Und so probiert man halt auch mit umzugehen. Also
So, wegwerfen ist so die allerletzte Option. Okay. Denke, damit ist die Frage auf jeden Fall beantwortet. Sandra fragt, wie war das Gefühl, sich das allererste Mal selber im Fernsehen zu sehen? Also das war ja ganz früher, irgendwann ganz, da waren wir auf Tour und das war dann, da hat Küppersbusch auch noch so ein bisschen so einen lustigen Witz über die RGF gemacht und da habe ich mir die Bettdecke über den Kopf gezogen und konnte das nicht sehen. Das war überhaupt War das nicht so schlimm für dich? ertragen. Ja, das war total schlimm. Aber mittlerweile weiß ich ja, dass ich aussehe wie so ein Vogel und wie ich, dass meine Stimme so ist, wie sie ist und alles. Und irgendwie habe ich mir, irgendwann habe ich mir mal gesagt, naja, scheinbar bin ich ja nicht nur jetzt gerade, wenn ich gefilmt werde, so, sondern bin immer so. Und wenn sonst die Leute, manche mögen mich ja auch so, dann wird das wohl okay sein. So habe ich mir das mal so zurechtgeredet und deswegen komme ich dann klar. Ja, ich meine, was willst du machen? Im Ja, besten eben. Fall akzeptierst du es halt, ne? Ja. Aber du guckst jetzt, oder hast du die Sendungen noch selber geguckt mit dir? Also, das Fast-Duell habe ich, das war mal ganz cool, weil das immer ziemlich kurz nach dem Dreh haben wir dann die Sendung schon mal so gekriegt, um da reinzugucken. Ja. Und das schon mal deswegen, um zu reflektieren. So, das fand ich total gut. Und bei den Kochprofis habe ich das anfangs auch gemacht, allerdings hat es immer ewig gedauert, bis die kamen. So, da war dann mit Reflektieren was sehr, sehr zeitversetzt. Und irgendwann hatte ich aber auch gar keine Zeit mehr, habe sie dann nicht mehr geguckt. Aber manchmal schwören die mir noch so zusammengeschnittene Sendungen auf YouTube durch die Gegend und manchmal gucke ich schon noch mal rein. Muss dann ein bisschen lächeln. Kaufst du mehrfach die Woche für zu Hause ein oder gehst du eher öfter? Ja, das ist das Gleiche. Also kaufst du viel für die Woche ein oder gehst du öfter einkaufen? Beides, also das kommt immer darauf an, was ich zu tun habe und wie, also das ist so durch den Job und Selbstständigkeit und so viele verschiedene Sachen und diese unregelmäßigen Jobs mit Tour und dann Vorbereitung wieder und so ist es, wenn ich, dann gibt es mal Phasen, da bin ich öfter zu Hause, da gehe ich dann auch öfter einkaufen, weil ich auch mehr koche und wenn ich dann weniger zu Hause bin, dann gehen wir weniger einkaufen, so. Also das ist, kann ich gar nicht so richtig sagen, also so wie es ist, so, wenn ich Bock habe zu kochen, gehe ich öfter einkaufen. Das, also eigentlich gehe ich schon öfter einkaufen. Ja, also wir versuchen mal einmal einen Großeinkauf zu machen, dann haben wir es hinter uns, weil ich einfach einkaufen hasse. Ich finde es so stressig. Nee, auch das Einkaufen macht mir eigentlich Spaß. Das finde ich eigentlich okay. Okay. Wie viele CDs und Schallplatten hast du? Soll ich jetzt zählen gehen? Dann bin ich mal kurz weg. Ich weiß es nicht. Pi mal Das Daumen. ist ein. Diese Regale, ne? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also ich zähle jetzt gerade 11 von diesen Fächern an Schallplatten. Und CDs, 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5, 6, 7 Meter, keine Ahnung. So, ich habe das jetzt mal so in Metern, weil das, den darf Okay, ich ja nicht. du hast 7 Meter CDs, das ist gut. Okay, Ja, das ist von der Sunny Alter Art fit. Also fragt. sagen Sie sich auf die Zeit was an. Dann kriegt man ja auch in diesem Business öfter mal auch eine CD geschenkt oder eine Platte, Ja. die man sich sonst nicht gekauft hätte. Deswegen Auch schön. auch schön. Genau. Sunny Art Ist auch. fragt, gibt es oder wird es eine Tour mit dem Lumpenpack geben? Mit dem Lumpenpack. Weiß ich nicht. Also frag Sie doch mal, ob Sie uns mal mitnehmen wollen. Und die zweite Frage, was ist dein Geheimtipp für Lasagne? Ich koche selber täglich frisch für meine Familie. Geheimtipp für Lasagne. Puh, also ich habe ewig schon keine Lasagne mehr gemacht und ansonsten mache ich sie, glaube ich, auch so ganz F wie alle anderen. Manche Leute weichen sich die Lasagneblätter vorher ein, aber ich glaube, das ist gar nicht nötig, weil wenn du die einschichtest, dann saugen die sich ja auch voll mit Flüssigkeit. Außerdem sollen die auch so ein bisschen die Flüssigkeit binden. Also mein Geheimtipp für Lasagne, probier doch mal eine sogenannte offene Lasagne zu machen. Also einfach Nudelplatten zu haben und schön auf dem Teller anzurichten und deine verschiedenen Zutaten. Das kann ja alles Mögliche sein. Da kannst du ein Kürbispüree nehmen, da kannst du irgendwas Crunchiges mit Nüssen nehmen, alles Mögliche und das dann auf dem Teller direkt aufstapeln. Das haben wir manchmal so als Abendgerichte gemacht, wenn das dann halt Achso, die wird gar nicht in der Lasagne. Lasagneplatte selber gemacht, sondern Nee, eben auf genau, den die Teller wird dann. gemacht. Genau, da haben wir dann irgendwie so runde
Platten ausgestochen und haben die blanchiert und haben dann irgendwie verschiedene Sachen gehabt, die dazwischen sind und haben das dann auf dem Teller so angelegt. Das sieht total toll aus und auch lecker, so je nachdem, was du da rein. Klingt gut, krieg ich Hunger. Bei uns gab es heute Pfannkuchen. Heißt es bei euch eigentlich auch Pfannkuchen? Oder nennt ihr Also in die? Berlin heißt es, ich komme ja aus Berlin ursprünglich, da heißt Ja, es Eierkuchen. genau. Und Pfannkuchen sind das, was die Rest der Welt Berliner nennt. Ja. So, und Krebs sagt, glaube ich, der Frankophile. Ja. Was ist denn für Willst mich du? jetzt dein Geheimrezept für den perfekten Pfannkuchen? Weil bei mir werden die nie cool. Warum? Weiß ich auch nicht warum. Bei mir sind die entweder zu dick, der Teig, dass sie nicht richtig durch sind drin, oder Das ist die brennen mir zu schnell an, dass sie dunkel sind. so einfach. Also du hast ja am besten eine beschichtete Pfanne, die nicht haftet. Ne? Ja. Wenn du die mit ein bisschen Öl auskleisterst und dann die warme Pfanne hast oder die heiße Pfanne und dann eine Kelle deines nicht zu dicken Teiges da reinmachst, einmal drehst und dann den Teig wieder rausschüttest. Also du musst ihn wieder wegschütten, den Teig. Dann hast du zwar so eine Zunge dran, aber die kann man dann auch abmachen. Ja. Und dann siehst du, wie der Teig dann ganz schnell quasi nicht mehr flüssig ist. Und dann kannst du ihn, also entweder schwenkst du ihn so um oder du musst mal kurz deine Hände nehmen. Ja, wenn du ihn nicht heiß anfassen kannst, nimmst du ein bisschen kaltes Wasser und dann zu den einmal hochziehen und umdrehen. Aber so hast du ihn auf alle Fälle dünn. Okay, ja, bei mir sind die immer nur dick, einfach so dicke Brocken einfach. Na gut, werde ich mir das merken. Okay, hattet ihr noch eine Frage? Jane hatte noch eine Frage da oben, ne? Achso, was hältst du von veganen Fertigprodukten? Naja, das ist ja wie bei allem. Irgendwie, da gibt es gute und da gibt es Dreck irgendwie. Aber es gibt mittlerweile wirklich ein paar ganz gute Sachen, finde ich. Also, und ich weiß auch nicht, es gibt ja immer so dieses Argument, ja, und das sind ja ganz viele, diese ganzen zusammengebauten Sachen aus dem Chemiebaukasten und so. Also, das sind meistens die Leute, die sich irgendwie meterweise Zervelatwurst aufs Brötchen legen. Und da kannst du ja da mal eine Zutatenliste gucken, was da so alles drin ist. Also, so das finde ich, was weißt du, so selbst so Methylzellulose. Ja, das ist auch als auch Grundbasis des Tapetenkleisters, aber das ist halt eine nach nichts schmeckende Sache, die bindet. Und die kann man für vegane Produkte halt gut nehmen, damit wir diese Fleischkonsistenz herkriegen, weil die soll es ja dann bitte auch sein. So. Und von daher, also ich finde, es gibt da wirklich ganz gute Sachen. Also, ne, ist ja Green Forest zum Beispiel oder Green Mountain, glaube ich, irgendwie. Also da gibt es mittlerweile, sind die da in der Produktion wirklich schon weit, dass man da auf viele Sachen wirklich zurückgreifen kann und dass viele Leute das auch gar nicht mehr auseinanderhalten können. Also wenn du da so ein Cevapcici oder so eine kleine Mini-Polette von einer vernünftigen Firma in vegan kaufst und die Hast du das denn schon mal jemanden. gemacht? Also jetzt gerade so Greenforce oder so Sachen, Produkte geholt? Ja. Angetastet, okay. Auf alle Fälle. Nein, ich habe auch zum Beispiel mal eine Sache, das war total lustig. Da hat mich ein Freund, der im Stuttgarter Raum wohnt, eingeladen, der auch Koch ist. Und er sagt, das war auch während Corona, Langeweile, lass doch mal eine Kochshow machen. Da sag ich, okay, komme ich vorbei. Und dann habe ich ihn da irgendwie, ich habe gesagt, weißt du was, ich mache mal Soul Food. Ich mache mal so ganz blöd Spaghetti Bolognese mit Biohack. Und dann habe ich also die Spaghetti mit Bolognese-Soße gekocht und habe aber Bio-Tofu genommen, Bio-Räuchertofu und den habe ich geschreddert. Also wirklich so ein Mixer klein geschreddert und diese Schredder ganz, ganz lange angebraten, sodass sie wirklich ganz knusprig werden. Also die musst du wirklich, wirklich lange anbraten. Dann habe ich so ein bisschen Steinpilzpulver genommen, ein bisschen Hefeflocken und ein bisschen Zwiebelpulver, sodass da wirklich so ein schöner Geschmack entsteht. Und dann habe ich, während wir diese Show gemacht hatten, das Lustige war, das wurde dann auch noch vom Fernsehen irgendwie begleitet, irgendwie von einem Regionalsender aus Stuttgart. Und die haben das dann gefilmt und dann habe ich in dem Moment, in dem dann der andere wieder dran war, habe ich dann irgendwie, ich habe so gesagt, ich habe ja das Hack habe ich schon mal angebracht. Ich habe ja nicht Hackfleisch gesagt, ich habe ja Biohack gesagt. Ne? Also nicht, ich habe ja das Wort Fleisch weggelassen. Ich habe das Biohack habe ich schon mal angebraten. Das tue ich jetzt einfach nur dazu zu den Soßenansatz und habe das umgerührt und dann habe ich den Leuten halt so kleine Probetellerchen gemacht und
wurden dann von der Reporterin von dem Regionalsender gefragt. Und ja, das ist ja lecker und diese Leidenschaft und überhaupt. Und der fand das total toll. Und danach habe ich dann halt die Auflösung. Ich sagte, ihr seid mir alle ins vegane Fleisch und Wasser gerannt. Ich habe euch nämlich die Soße sei vegan gewesen. Und dann ist dieser Typ, der so total drüber gefreut hat, ist nochmal interviewt worden und sagte, nee, das ist ja Wahnsinn. Also hätte ich gewusst, dass das vegan ist, hat er ganz ehrlich gesagt, hätte er es nicht gegessen. So, das finde ich echt ganz klasse. Also, Ja, einerseits krass, wie blind die Leute teilweise sind, aber auch gut, dass sie es dann einsehen und sagen, ey, es ist doch ja, ganz cool, ich ne? fand das auch, Naja. fand ich ganz groß, dass er auch so ehrlich war, dass er gesagt hat, so, das hätte ich nicht gegessen, hätte ich gewusst, dass es vegan ist. Und vielleicht hat man ja seinen Horizont so ein kleines bisschen erweitert. Das wäre doch toll. Ja. Oh, hier steht sogar, und ich weiß sogar, wer der Kumpel ist. Aha. Na dann. Wie? Etwas. Hä? Du warst aber im Kumpel, hast du gesagt, in Stuttgart. Und sie hat gesagt, sie weiß, wer der Kumpel ist. Ich weiß, wer es ist. Ja, Aha. deswegen. Aber hat nur gesagt, sie weiß es. Es steht nicht, wer es ist. Schlecht, was ich habe. Bitte? Mit T fängt er an, der Vorname. Mit D fängt er an, Also. ja. Wenn wir drüber reden können, wer ist denn der Kumpel? Na, dann verrat es uns. Ich glaube, er weiß aber nicht, wer ich bin. Okay. Jetzt wird es aber mystisch hier. Ja. Egal. Wir warten noch auf Genau. die Antwort. Ist das Jana? Nee, Sandra heißt sie. Sandra, okay. Tja, Sandra. Aber in der Zeit können wir die wichtige Frage von Sunny Art noch beantworten. Butter unter Schokoaufstrich oder nicht? Also Butter ja, Schokoaufstrich nein. Achso, du hast So generell einfach keinen ist das. Schokoaufstrich. Also nicht auf dem Brot. Nee, kein. Also ich habe das früher. Also erst, also wenn ich Schokoaufstrich essen würde, würde ich Butter drunter essen, sagen wir so. Und ich habe früher, und das fand ich auch tatsächlich auch richtig lecker, da habe ich mir ein Brötchen gemacht mit Butter, dann hier Nuss-Nougat-Creme, Pflaumenmus und darauf Bananenscheiben. Das wäre der Knaller. War Klingt echt gut, lecker. ja. Und die Frage galt auch mir. Okay, nee, brauche keine Butter darunter. Ich esse aber generell auf Brot keine Butter und keine Margarine. Ich esse alles so. Punkt. Das ist ja leider, das ist echt, muss mich wirklich anstrengen, weniger Butter zu verarbeiten, weil Butter auch tatsächlich ein problematisches, nachhaltig problematisches Produkt ist. Aber eigentlich würde ich es so wirklich, wie Paul Bocuse wurde mal gefragt, wodurch man der Butter ersetzen kann. Und daraufhin hat Paul Bocuse gesagt, durch noch mehr Butter. Und eigentlich finde ich, hat er recht. Das ist das, leider ist wirklich, also da, das ist wirklich, wo ich echt Probleme habe, darauf zu verzichten. Achso, ich sollte übrigens sagen, sag ihm einfach, ich bin die dicke Sozialpädagogin von der Schule, wo er war, die ihn zum Taxi gebracht hat. Da hat er auch mit dem Ach Kumpel echt? gekocht. Hey. Ja. Hallo Sandra, ich weiß genau, wer du bist. Aber ich fand dich nicht dick. Okay, ich gucke gerade. Habt ihr denn sonst noch eine Frage? Ach, hier, Wulpi hat noch eine Frage. Meine Frage war noch, deine Empfehlung, einen Kochmuffel vom Kochen zu überzeugen, zu motivieren. Ja, wie soll man das denn machen? Also, es Warum ist wieder so, verhungern lassen? das ist wieder so eine Frage irgendwie, dann einfach mal mitkochen. Also einfach mal, weiß ich nicht. Aber weißt du, meine Frau ist ja auch so ein Kochmuffel. Sie überzeuge ich auch nicht davon. Also da kann ich, da scheitere ich. Also vielleicht sich an vielleicht, wenn jemand selber Gemüse oder irgendwas im Garten anbaut und dann diese Gemüse verarbeitet, das ist ja was ganz Besonderes. Und das könnte vielleicht jemand noch aus der Reserve locken, aber ja, ansonsten kommen wir zu McDonald's. Ja, schwierig, ne? Ja, es ist echt schwierig. Ich weiß auch nicht, wie ich das bei meiner Frau hinkriege. Und naja, ich muss auch mal Mann, kochen. wir kriegen so Mecker gleich, wir beide. Hört nicht zu. So, aber ich glaube, wir haben keine Fragen mehr. Gibt es irgendeine Frage, die ich übersehen habe? Sonst wäre es das. Ist noch eine Möglichkeit, dir so eine Frage rauszuhauen. Ansonsten verabschieden wir uns gleich. Ich warte einen Moment ab, einen Moment der Stille. Ob da noch irgendwas kommt oder nicht kommt. Im Garten baue ich tatsächlich schon was an. Ja, siehst du, Wulpi, dann kannst du auch bald kochen. Siehst du? Dann kannst du mit deinem eigenen per Hand gezüchteten Essen eben was Feines draus machen. Das auch nicht, auch nicht, auch nicht. Ich habe einen Tipp. Bla, bla, bla. Okay. Nee. Keine Fragen mehr aus dem Chat. Das ist wunderbar.
Ich glaube, du hast alles beantwortet, was da war. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass wir eben ja die Zeit trotz des Stresses drumherum immer wieder mit Tour und allem einfach deine Ja, das ist wertvolle nicht so Zeit nett. hier genommen hast, um uns ja, zu unterhalten, die Vielen Fragen zu Dank für die beantworten. Einladung. War mir eine große Freude. Auch wenn du ein bisschen wenig mitgehalten hast bei mir. Ich Das machen wir bin mal offstream irgendwann, wenn das nicht aufgezeichnet wird. So, ich gehe jetzt in den Keller und hole mir die Okroschka aus dem Kühlschrank. Das ist jetzt ein schöner Teller Okroschka. Das klingt sehr gut. In dem Sinne, mein Lieber, wünsche ich dir guten Appetit und Dankeschön, dass du da warst. Ciao, ciao. Rein. Tschüss.